wir werden in der Pause, also Halbzeit machen wir ja nicht Pause, sondern in der Halbzeit, werden wir auch unsere Schatzkammer eröffnen, Schatzkammer, eine Treppe tiefer. Da gibt es einiges zu sehen, was mit Schalke zu tun hat. Wir haben im Moment aktuell 25 Jahre Eurofighter. Da hängen die Original-Trikots vom UEFA-Cup-Sieg von Ingo Anderbrügge. Also von daher lohnt sich da unbedingt da reinzugehen. Aber, ne, habt ihr die Kanone erkannt? Das sind die Originalschuhe, die habe ich vorgestern von Simon Terodde bekommen. Ne? Wollte das sagen. Das ist ja. Also wer sich damit fotografieren lassen will, alles kein Thema. Simon haben wir nicht hingekriegt, aber die Schuhe zumindest. Der hat ja jetzt im Moment Straßenschuhe an, also von daher passt auch alles. So, jetzt aber genug. Ich bitte jetzt auf die Bühne unseren Kultmoderator Manni Breukmann. Das Beste, was uns passieren konnte. Viel Spaß und Glück auf. Dankeschön. Yeah. Ich sage immer, Kult ist eine Seife und sonst nichts. Aber gibt es gar nicht. Gibt es doch Kultseife? Nein, ne? Glaube ich nicht. Pfarr gibt es aber noch. Ne? Aber wir schweifen ab. Ich finde es so gut, dass wir diese Veranstaltung jetzt wieder zusammen machen können hier auf Zeche Hugo. Das letzte Mal vor 3 Jahren kommt mir gar nicht so lange vor. Ich habe wirklich was vermisst, muss ich euch sagen, denn das gehört so zum Jahresablauf dazu. Irgendwann im schönen Bonnemonat Mai mal so eine kleine Saisonbilanz zu machen. Absolut neutral aus Schalkers Sicht. Das muss einfach sein. Da kann man sich wirklich wohlfühlen. Allerdings muss ich eines hinzufügen, dass das letztes Jahr ausgefallen ist, fand ich jetzt nicht so ärgerlich. Weil war doch an jeder Stelle, wo du den Teppich nach oben gemacht hast, lag unten drunter Scheiße und so. Also, das war nicht so gut. Dieses Mal komplett andere Bedingungen. Ich wusste ja gar nicht, dass es da eine eigene Meisterfeier gibt. Eine Meisterfeier. Schalke mit der einer hat mir geschrieben, das ist gut, dass es endlich mal wieder eine Schalker Meisterfeier gibt, weil die Fotos von den letzten Meisterfeiern, die sind nur in Schwarz-Weiß. Einige konnten jetzt nicht lachen, ist aber auch egal. Ich gehe mal eben runter. Wir haben natürlich Gäste. Ich reg mich schon seit Jahren darüber auf, dass das hier schwarz-gelb ist, aber das kriegst du nicht weg. Wo hast du das Spiel gegen St. Pauli erlebt? Im Stadion. Im Stadion. Und erzähl mal so ein bisschen. Ja, ich konnte leider nur bis zur 85. Minute in der Tat bleiben, weil ich Nachtschicht hatte. Da musste ich los. Aber ich habe vorher erzählt, mit der Nachtschicht, wenn ich da abhaue, ist das Spiel gegessen. Und dann sind wir aufgestiegen. Und mit diesem Wissen, auch in der Halbzeit noch bei 0-2, habe ich allen drumherum erklärt, dass wir das Spiel nicht verlieren werden, weil wir haben so geil gespielt an dem Abend. Fing ja in der ersten Minute schon direkt an. Und ich habe definitiv erzählt, das Spiel werden wir gewinnen. Dazu, in Kranger, da gibt es auch, es gibt so eine Wahrsagerbude, da setzen wir dich das nächste Mal rein. Wo hast du das Spiel erlebt gegen St. Pauli? Ja, zu Hause. Ich habe Fortuna erlebt, aber auch auf St. Pauli am Fernsehen. Fortuna Düsseldorf meinte er. Wir kennen uns schon beide. Ich musste ihn jetzt. Ich gehe mal in die, damit nicht der Eindruck entsteht, hier werden nur die ersten Reihen befragt. Warst du im Stadion? Nein, wir waren in Quarantäne. Ist das irgendwo in Frankreich? Das ist bei Nürnberg gewesen. Je suis en quarantaine. Aber jetzt bist du wieder raus aus der Quarantäne. Ja, sonst wäre ich ja nicht hier. Nürnberg hätte auch nicht funktioniert. Ich hab ja das gesehen auf Mallorca. Das war irgendwie in Anwesenheit meiner Ehefrau. Sonst war da niemand. Und die schlief dann auch in der zweiten Halbzeit noch ein. Und als das 3-2 fiel, hätte ich was den Krankenwagen anrufen müssen. Wo hast du es gesehen? Zu Hause. Zu Hause? Stadion. Alleine? Und hast du Affentanz gemacht oder bist du mehr so eine ruhige? Ja, einfach eine ruhige. Aber was für eine Riesenfreude. Mal ganz ehrlich, mal aufzeigen. Wer hat geglaubt in der Halbzeit, wer hat es ernsthaft geglaubt? Ja?
Ja, jetzt aufzeigen kann jeder. Ja. Er hat ernsthaft geglaubt, dass sie das noch nie. Ja. Ja. Also, ich hab in der Halbzeit habe ich schon gedacht, dann müssen die eben in Nürnberg gewinnen. Dann klettert auch noch. Ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen. Wo hast du es gesehen? Ich habe es auch zu Hause gesehen. Allein oder mit anderen? Mit meinem Ehemann. Auf Videos, wo ich wirklich nicht mehr konnte. Und ich dachte, ich hätte 2 Jahre meines Lebens da schon verloren. Also es war wirklich schlimm für mich. Also es gibt Videos zusammen mit deinem Ehemann, wo du nicht mehr konntest. Jetzt überlege ich gerade, war das jetzt sexistisch? Es gibt Menschen, die diese Bemerkung, lieber nicht. Bei dir? Ich war im Stadion. Im Stadion. Bist du mehr so einer, der dann richtig impulsiv alles rauslässt? Ich habe ein Schalke-Trikot angehabt und wenn ich ein Trikot anhabe, verlieren wir immer. Und das habe ich dann zur Halbzeit ausgezogen und habe ein Steigerhemd angezogen. Und dann haben wir 3-2 gewonnen. Kann nichts schief gehen. Ich habe sogar ein Video gesehen hinterher von einem, der alles ausgezogen hat. Habt ihr das auch gesehen? Ein Dokument menschlichen Niedergangs. Aber gut, vielleicht musste das in dem Augenblick sein. Nicht, dass jetzt der Eindruck aufkommt, dass wir hier nur unter uns sind. Wir haben natürlich Gäste da, die jedes Mal wir auf dem Sofa Platz nehmen. Der Moderator hat wieder die Arschkarte, muss stehen, aber ist auch egal. Ne? Also, ich werde jetzt die Gäste auf die Bühne bitten, sage kurz noch vorher, was heute passiert. Wir machen 2 Halbzeiten, wie immer im Fußball, so 2x 45 Minuten mehr oder weniger. Und im zweiten Teil geht es dann nur um Schalke. Zwischendurch reden wir auch mal über die Bundesliga insgesamt. Sollte man ja auch tun. Ich meine jetzt die erste Bundesliga, aber da spielt Schalke ja wieder. Wir wollen jetzt nicht über die zweite Bundesliga, über Sandhausen oder so reden. Das ist ja nicht so interessant. Wir haben 4, so finde ich jedenfalls, hochkarätige Gäste heute Abend da. Und als erstes bitte ich auf die Bühne Olaf! Hast du die wieder bestellt? Wir messen nämlich die Zeit für den Applaus. Du darfst dir gerne frei einen Platz wählen. Wir steigen dann in das Gespräch ein, wenn alle 4 Gäste da sind. Links. Ich bin eher links als rechts. Dass du links bist, das wüsste ich aber. Was hast du denn gewählt bei der Landtagswahl? Sagst du nicht, ne? Kannst du ein Mikrofon nehmen? Dann hört man dich besser. Ja, ich habe wie immer CDU gewählt, bin seit vielen, vielen Jahren CDU-Wähler, obwohl es in den letzten Jahren ganz schwierig war. Und man kann auch die Grünen wählen im Moment, man kann auch was anderes wählen. Nicht ganz so einfach in der heutigen Zeit. Ja, der Mann ist offen, ne? Muss ich auch sagen, dass ich die SPD gewählt habe. Ja, das war diesmal Schuss in den Ofen. Übrigens ein schlimmer Schuss in den Ofen für die Demoskopen, die ja vorher Kopf an Kopf rennen vorhergesagt haben. Da war überhaupt nichts mehr mit Kopf an Kopf rennen. Aber wir reden ja heute gar nicht über Politik, sondern über den Fußball in der ersten, in der zweiten Liga. Und unser nächster Gast, den müssen wir auch nicht eigens vorstellen, Klaus Fischer. Also,
kannst du aussuchen, ob du nah beim Urlaub sitzen willst oder lieber weiter weg. Ist eigentlich überhaupt kein Thema. Die Leute wollen, wir reden heute nicht über Fallrückzieher. Ja? Wir beide reden nie mehr über Fallrückzieher. Das hat sich erledigt irgendwann, ne, mit den Fallrückziehern. Sag doch, was du, bist du Repräsentant für Schalke oder was machst du noch so? Ja, Olaf und ich, wir sind Repräsentanten für Schalke. The microphone is not on here. Und ja, haben viel zu tun. Take the one from the Olaf. Vor dem Spiel schon, in Laura gibt es ja immer einen Talk, den machen wir auch, wir sind unterwegs. Morgen zum Beispiel, genau. Leute, sag aber auch was. Das ist zu leise. Kannst du das noch lauter machen? 20 Jahre oder 50 Jahre Mitglied sind. Oder ist das gar nicht an? Dann sind wir dabei. Darf ich noch? Aber mein, der Ton ist lauter. Ich sage einfach ganz kurz, morgen sind wir beide dabei. Und es sind Mitglieder, die 50 Jahre Mitglied auf Schalke sind und wir beide besuchen die morgen mit Schalke TV und überreichen denen dann die Urkunde und so weiter. Und da freuen wir uns schon drauf. Warte, ich gebe dir. Dann gib ihm das Mikrofon. Dann. Dich versteht man nicht. Der Ton ist lauter. Schreib mal auf. Der Ton ist ja. Wir sind ja in Deutschland unterwegs, wenn sowas ist. Jetzt ist es laut genug, ja. Und ich glaube, bisschen weiter weg, dann ist es zu laut. Die Leute, die fahren zu Spielen, zu Heimspielen nach Gelsenkirchen und besuchen die Heimspiele von uns. Und ich glaube, das ist unsere Pflicht, wenn sowas ist, dass wir die Leute besuchen. Die freuen sich, haben Spaß dran, ja, und wir auch. Da habe ich aber recht. Also, ich bin ja erst nach meiner Journalistenkarriere eingetreten in den FC Schalke 04, weil ich gemeint habe, das passt nicht zusammen. Ich sage immer Fußballspiele übertragen, bin gleichzeitig Vereinsmitglied und so. Deswegen werde ich bei der Ehrung nicht dabei sein und es wird wahrscheinlich auch nicht so weit kommen, dass ich 50 Jahre Mitglied bei Schalke bin. Nee, da, ja, vielleicht erlebst du das. Das war zu hoch, ein medizinisches Wunder. Wir haben hier einen Gast, der steht für Tugenden, die man bei einem Aufstieg unbedingt braucht, die gelegentlich vergessen schienen, aber dann doch wieder da waren am Ende. Und das ist unser aller Freund, Didi Schach. Warst bei der Aufstiegsmannschaft dabei, 1991 war das, glaube ich, als die Mannschaft von der zweiten in der ersten Liga aufgestiegen ist. Bist du immer noch eng mit Schalke verbunden oder eher auf Distanz? Nee, ich bin sehr eng mit Schalke verbunden. Ich bin zwar nur noch passives Mitglied bei der Traditionsmannschaft, bin bei sehr vielen Fanclubs zu Besuch. Ab und zu stehen Veranstaltungen, wo der Sebastian Pannförder mich anruft, also Schalke ist nach wie vor in mir drin. Ja. Und die Gegenspieler von damals haben alle überlebt, alle noch? Ja, ich, ab und zu gucke ich im Kicker, ob irgendwas passiert ist, aber ist alles noch im grünen Bereich. Also. Ja, bei den Todesanzeigen. Nein, so schlimm war es ja nicht. Aber du warst schon ein richtiger Kämpfer. Das war dein Markenzeichen sozusagen, du hast das da geräumt und das war auch nötig. Wir werden das gleich nochmal vertiefen, was da zum Beispiel auch zum Ende deiner Karriere im Fußball geführt hat. Wir wollen nicht vergessen, unseren vierten Gast heute Abend zu begrüßen. Er hat vielfältige Funktionen gehabt im Fußball, war unter anderem auch Generalsekretär des Deutschen Fußballbundes und ist auch mit Schalke verbunden, obwohl er aus Duisburg stammt. Helmut Sandrock! Grüß dich, Helmut, auf das blau-weiße Sofa.
Was machst du? Machst du heute so? Hast du noch irgendwie Funktionen oder nicht mehr so richtig? Ja. Privatier? Ich bin ja Privatier. Auch. Ich weiß auch, wie man das schreibt. Weißt du, wie man Privatier schreibt? Ja, aber buchstabiere ich jetzt besser nicht, sonst mache ich jetzt einen Fehler. Ja, ich habe ja neben dem Fußball auch ein anderes Leben vorher gehabt in der Wirtschaft. Da bin ich jetzt noch ein Stück wieder aktiv, aber auch im Fußball. Mache aber auch einiges, gerade im kleinen Amateurfußball im Ehrenamt. Da weiß jeder, der wahrscheinlich hier im Saal sitzt, auch, dass es da an vielen Ecken brennt, gerade an meinem alten Verein in Mörs-Melleck. Da bin ich ein Stück aktiv, um den Verein da ja, von dem Untergang, sagen wir es mal so, so ein bisschen zu bewahren. Also solche Dinge mache ich auch. Und dann auch immer mal auf Anfrage bei Clubs, wenn irgendwo Hilfe nötig ist, da unterstütze ich auch gerne mal Geschäftsführung, Vorstand und so weiter. Was machst du da? Tust du da Kohle raus oder was? Hilfe heißt meistens ja, über vielfältige Netzwerke, auch internationale, hat man oder habe ich da sicherlich hier und da Möglichkeiten, aber es geht auch oft darum, konzeptionell Vorschläge zu machen, Vereine möglicherweise auch umzustrukturieren, auch zu sanieren. Solche Dinge kommen ja auch immer wieder vor. Ja. Erlebst du da häufig, dass die Leute gewaltige Managementfehler machen? Wenn es darum geht, so einen Fußballverein über Wasser zu halten, das funktioniert ja heute alles über das Geld, auch wenn es das kleine Geld ist. Naja, ich würde es mal so beantworten. Ich glaube, gerade wenn man neu in dem Geschäft ist, und ich habe auch meine Stolpersteine erlebt, als ich beim MSV in den Ende der 90er Präsident wurde und damals Geschäftsführer, Vorstand wurde. Wenn man neu in so ein Geschäft kommt, dann ist man auf der Wucht, die einen da trifft, oftmals auch tatsächlich ein ganzes Stück überrascht. Und jeder, der hier sitzt, weiß natürlich auch, dass das Thema Emotion eine unglaublich große Rolle spielt. Wir reden zwar immer gern davon, dass die Ratio eigentlich entscheiden sollte, aber man ist da schon sehr häufig getrieben. Und deswegen habe ich auch ein großes Verständnis dafür, dass manche Dinge eben auch passieren können. Ich glaube, wichtig ist, wenn man Dinge dann, wenn sich Dinge in eine falsche Richtung bewegen, dass man dann irgendwann auch dazwischen geht und dann die Bereitschaft einfach da ist, zu sagen, wir steuern um. Aber grundsätzlich werden halt Fehler gemacht, das gehört einfach zum Leben dazu und dann ja, muss man eben versuchen, die Dinge eben besser zu machen. Also wenn ich meine Kampfthese aufstellen darf, ich möchte keine Funktion im Fußball haben, weil ich erstens dieses Fußballgeschäft für total irrational halte. Mein persönlicher Werdegang hängt dann zum Beispiel davon ab, ob irgendeiner den Ball 30 cm daneben schießt oder das Tor trifft oder so. Und zweitens ist es ja auch so, dass alle schlechten Eigenschaften, die der Mensch so hat, im Fußball aber sowas von versammelt sind. Oder kannst du diesen Eindruck nicht haben? Jein, wenn ich uns jetzt hier heute alle sehe, wie die hier versammelt sind, dann haben wir ja sozusagen jetzt genau die Umkehrung dessen, weil wir jetzt den Peak in die andere Richtung haben, mit so einem wunderbaren Erfolg gesehen, was das dann letztendlich für Fliehkräfte freisetzt, was das für Emotionen freisetzt. Und dann Teil zu sein, das ist natürlich das, was sich jeder wünscht, jeder Funktionär, jeder Spieler, jeder Trainer, wer auch immer. Aber es sind Extreme, das kann man schon sagen, ja, das stimmt. Didi, ich habe ja gesagt, dass ich nochmal darauf zurückkommen wollte, als du damals gespielt hast für Schalke 04. Da war ja noch Ristić unter anderem Trainer. Schalke ist aufgestiegen in die erste Liga. Und das war ja damals noch so, wenn du eine Verletzung hattest, der Trainer hat das erstmal gar nicht geglaubt. Und im Zweifel hat er dann auch gesagt, tu mal schön Spritze rein und so. Und dann gab es das Derby im August 1991 gegen Borussia Dortmund, 5-2 gewonnen. Und dieses Spiel führte tragischerweise dazu, dass du am Ende deine Karriere werden musstest. Erzähl doch mal. Ja gut, man muss das ja so sehen. Er wusste schon, dass ich was hatte. So ist das nicht. Und es ist ja auch jedem selber freigestellt, ob er sich eine Spritze geben lässt oder nicht. Er hat nur gesagt, pass auf, wenn du nachher hier die Rolltreppe runterfährst, unterschreiben 60.000 Didi, dann hast du keine Schmerzen mehr. Und ja, sagte aber, lass dir vorsichtshalber nochmal zwei Spritzen geben und dann merkst du wirklich gar nichts mehr. Ja, und das war dann auch so. Ich hatte die Spritzen drin, bin dann rausgegangen zum Warmmachen, Leute waren am Jubeln, am Schreien. Ja, und dann hat man auch so viel Adrenalin im Körper, dass man wirklich nichts gemerkt hat. Dann haben wir noch 5-2 gewonnen, haben ein riesen Spiel gemacht
Und an einem Morgen kam ich auf einmal nicht mehr aus dem Bett raus. Ja, und dann war das so ein fortschleichender Prozess. Man muss natürlich auch dazu sagen, es war nicht, damals war es ja ein bisschen anders. Man hat auch nicht die Zeit gehabt, so, um die Verletzungen auszukurieren, so wie heute. Man musste spielen, man wollte Geld verdienen, man wollte ein Teil dieser Mannschaft sein. Der Trainer hat dich schon indirekt dazu gezwungen, aber die letzte Entscheidung hast du halt auch selber getroffen. Aber für dich war Feierabend, was war genau die Diagnose, was war das? Ja, ich hatte beide Sprunggelenke kaputt, dort ging gar nichts mehr, die Achillessehne war chronische Reizung, also ich konnte kaum noch richtig laufen und ja. Aber ich muss dann sagen, dann hat Alexander Ristić direkt dafür gesorgt, dass ich in Köln an der Sporthochschule meinen Fußballlehrer machen konnte und da bin ich ihm auch heute, muss ich ganz ehrlich sagen, auch noch dankbar für, dass er das gemacht hat. Hast du nicht mal Stress mit Klaus Fischer gehabt, also so eine Besetzung des Co-Trainers auf Schalke? Das war ja kein Stress. Nein. Damals kannte man uns noch nicht so lange, wie wir uns heute kennen. Und dementsprechend, das ist vergessen. Wir sind Kollegen, wir freuen uns, wenn wir uns sehen. Wir haben gegenseitig großen Respekt und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ja, wären wir dann auch nicht mehr auf. Das ging darum, ob er Co-Trainer werden sollte. Und dann wurde es der Gede, beziehungsweise sollte es werden. Und dann haben sie euch alle ein Schnippchen geschlagen, indem nämlich Udo Lattek als Cheftrainer kam. Das ist eine geniale Idee war für Schalke, aber das sind Zeiten, kommt nicht das auf war ein bisschen anders. Oh. Ich hatte einen. Habe ich Fehler gemacht? Ich hatte einen Vertrag für die Bundesliga unterschrieben. Eichberg und Höfgen am Bodensee. Und ein Jahr probieren und wenn nicht, dann wieder die Amateure. Weil ich bin der einzige Trainer, der mit Amateuren in der höchsten Amateurliga gespielt hat. Kein anderer hat es geschafft, in der höchsten Amateurliga zu spielen. Aber ist gut. Und dann habe ich für die Uwe-Seeler 3-2-Mannschaft gespielt. Und dann sagt der Bernd Kuhlmann zu mir, Udo Lattek wird Trainer bei euch. Ich sage, Udo Lattek wird Trainer. Ich habe gestern einen Vertrag unterschrieben. Handschriftlich, ja, mit der Hand hat er geschrieben. Und hat nicht lange gedauert, ruft er mich an, Klaus, komm mal vorbei in Düsseldorf. Ja, bin nach Düsseldorf, saßen sie alle da, Udo Lattek war da, Höfke, alle, Eichberg. Ich hab schon weiß, was. Und dann fing er an, hör mal Klaus, sag ich, Goethe, du brauchst schon nicht weiterreden, ich weiß schon Bescheid. Aber ich mache keinen Co-Trainer mehr, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe unter Ristić. Ja? Und ja, das Thema erledigt. Udo Lattek war Trainer, aber er wollte, dass ich Co-Trainer werde, aber ich wollte das nicht. Und Udo Lattek war nicht lange Trainer auf Schalke. Ja, ja ich weiß. Hat er aber, ihn... Lass uns in die Gegenwart springen. Das artet jetzt aus. Ja. Ja, ich möchte euch übrigens alle noch auffordern, dringend die Currywurst, falls ihr das noch nicht getan habt, von Heinrich Wächter zu probieren. Die wird dort oben in der üblichen perfekten Art und Weise mit einer grandiosen Soße zubereitet. Aber zusätzlich der Hinweis, hier sitzt einer, der verkauft auch Currywurst. Didis Original Berliner Currywurst steht auf dem Wagen. Er hat einen Wagen, verkauft zwei Sorten Currywurst. Über die Berliner Currywurst können wir gerne diskutieren, die akzeptiere ich nicht, weil ich ja der Auffassung bin, dass die Currywurst von Curry Franz in Dattern erfunden wurde. Aber das ist ein anderes Thema. Also da müsst ihr unbedingt mal euch schlau machen, wo der Wagen jeweils steht, so im Duisburger Raum, in Gelsenkirchen auch. Ne? So. Ja, hier in Gelsenkirchen steht auch Störtinghaber und das ist auch nichts gegen den Heinrich, aber bei mir gibt es einfach die beste Import. Das werden immer die besten Sätze, wenn man sagt, nichts gegen den Heinrich. Bevor wir allgemein auf die Bundesliga gucken, nochmal einmal die Frage in die Runde. Ich bin immer derjenige gewesen, der in der letzten Saison gesagt hat, auch angesichts der finanziellen Verhältnisse, die da plötzlich ausgebrochen waren, wir dürfen uns nicht wundern, wenn Schalke in diesem Zweitliga-Jahr nicht aufsteigt. Ich wäre den Schalkern nicht böse gewesen, wenn sie nicht aufgestiegen wären. Wer hat denn wann geglaubt, dass das wirklich möglich ist, in die erste Liga wieder aufzusteigen? Olaf, fang du doch mal an.
Ich habe noch einen Satz von Manni Breukmann vorhin über Fußballer im Kopf. Es lässt mich einfach nicht los, dass die Schlechtigkeiten der Fußballer so gravierend sind. Also ich glaube, wenn man euch Journalisten mit Fußballern in einen Sack packt, trifft man immer den Richtigen. Das dazu schon. Ja, es ist so. Habe ich aber gar nicht gesagt. Mach die Fußballer nicht so schlecht. Nein, nicht die Fußballer. Ich habe gesagt, alle schlechten Eigenschaften des Menschen toben sich im Fußball aus. Genau, da gehört er ja auch dazu. Sind ja nicht die Fußballer. Da gehört er ja auch dazu. Ja, ich wollte das nochmal sagen, dass das alle auch verstanden haben. Und jetzt kommen wir... Zu Recht hast du das schwarz-gelbe Mikrofon. Ich habe keine Angst vor Schwarz-Gelb. Wir haben uns noch niemals umgezogen. Genau. Und ich habe mir auch gedacht, die Saison, um auf die Frage vernünftig zu antworten, das wird verdammt schwer. Bei diesen ganzen Transaktionen, 48 waren das, glaube ich, in die eine und andere Richtung, Käufe, Verkäufe, Ausleihe, hin und her, in der Winterpause auch nochmal und man kam auf knapp 50. Da kann sich natürlich eine Mannschaft gar nicht richtig einspielen. Und Gramozis hat es wenigstens geschafft, den freien Fall zu verhindern, hat eine Basis geschaffen. Aber ich glaube, mit Gramozis wären wir höchstwahrscheinlich nicht aufgestiegen. Direkt, mit Sicherheit wohl nicht. Und dass Mike Büskens dann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war, das ist manchmal so eine Fügung. Und das hat uns nochmal den Schub gegeben, dass wir dann aufgestiegen sind. Und jetzt müssen wir uns erstmal freuen und nicht jammern, oh, jetzt die erste Liga, wir gewinnen nicht mehr so oft, sondern müssen uns erfreuen dieser tollen Mannschaft, die gefightet hat mit dem Eurofighter, mit Asamoah, mit Ruven Schröder und dass das alles im Moment zusammenpasst, von oben nach unten, Aufsichtsrat, Vorstand und da wächst was zusammen und das braucht natürlich seine Zeit und wir wissen alle nicht, was in der neuen Saison passiert. Das ist richtig. Kostet aber 3 Euro fürs Phrasenspiel. Klaus. Ja, ich freue mich, dass wir wieder in der ersten Liga sind, weil, ich muss ehrlich sagen, wenn Schalke gespielt hat, habe ich mir die Spiele angeguckt, zweite Liga. Aber andere Spiele habe ich kaum gesehen, weil der Fußball, der liegt mir nicht so, würde ich sagen. Und deswegen freue ich mich, dass wir wieder in der ersten Liga sind, dass Bayern München kommt, dass die Lüdenscheid Nord kommt und Bochum auch, das sind Derbys, da freue ich mich drauf. Und es wird keine einfache Saison, gar keine Frage. Und das hat man immer wieder gesehen, die Aufsteiger, die haben ihre Schwierigkeiten. Aber wir haben immer 62.000 Zuschauer im Stadion, die stehen hinter unserer Mannschaft. Und die Mannschaft, die muss natürlich alles geben, von erst bis zur letzten Minute, egal gegen wen. Weil leichte Spiele gibt es nicht und deswegen hoffe ich und glaube ich einfach, dass wir den richtigen Trainer, Mike will er nicht mehr, dass wir den richtigen Trainer finden, der ein mutiger Trainer ist. Weil wir haben einen Mittelstürmer, der Tore machen kann. Aber wir haben einen, der muss in den Strafraum rein. Wir brauchen Leute, die ihm zuliefern. Da macht er auch seine Tore, nicht wie die Aufsteiger, wo er gespielt hat, Köln und Stuttgart. Ja, die haben aufgestiegen, zurückgezogen, nur keine Fehler machen, kompakt stehen, dann brauchst du Terode nicht, weil Konterspieler ist er ja nicht. Ja, er muss in den Strafraum rein und das ist entscheidend und das ist der Trainer mit das Wichtigste, dass er den Mut hat. Weiter vorne anzugreifen, Pressing zu spielen, muss ja nicht gegen Bayern München sein, aber gegen viele andere Mannschaften. Und dann wird er auch seine Chancen kriegen und dann macht er auch Tore, sonst nicht. Weil er hat ja bei diesen Vereinen von 84 Spielen, so wie ich gelesen habe, 10 Tore. Das sagt ja eigentlich alles. Erste Liga, klar. Aber über Terodde sprechen wir gleich noch. Ja. Wir wollten ja eigentlich wissen, das wollen wir jetzt mal von Didi erfahren. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass das Heimspiel gegen Darmstadt, dass die 2-4, glaube ich, verloren haben,
da hat man so eine schnelle, reaktionsschnelle Darmstädter Mannschaft gesehen. Die haben die Schalker Abwehr mit ihren Kontern überrannt. Da habe ich starke Zweifel gehabt, weil auch vor allem die Leistungen immer so wechselhaft gewesen sind. Mein Glaube war nicht so stark entwickelt an den Aufstieg. Wie war es bei dir, Didi? Ja, ich war Co-Kommentator bei Schalke TV bei der 3-4 Niederlage gegen Rostock und da saß ich mit dem Jörg Sebenack zusammen und da habe ich gesagt, jetzt muss was passieren. Und dann, wie Olaf auch schon sagt, oder Klaus auch, dann wurde die richtige Entscheidung getroffen, dass man den Bujo zum Cheftrainer gemacht hat, weil er hat die Emotionen, er liebt und lebt Schalke. Und dann ist nach meiner Meinung noch eine ganz wichtige Entscheidung da getroffen worden, dass man Peter Herrmann als erfahrenen Co-Trainer dazu geholt hat. Der war der Ruhepol und der Mike hat für die Emotionen gelebt, hat auch die Sprache der Spieler gesprochen. Und jetzt ist es so, wie Olaf schon sagte, jetzt müssen wir erstmal uns alle freuen, dass wir wieder in der ersten Liga sind. Ihr wisst selber, HSV und andere Mannschaften versuchen schon seit vielen Jahren wieder reinzukommen. Jetzt sind wir da. Und jetzt, Klaus sagt es, wir brauchen jetzt einen erfahrenen Trainer, aber gleichzeitig auch mutigen Trainer. Und wir müssen uns vor allen Dingen auch in allen Mannschaftsteilen verstärken. Und ich glaube, wenn wir am Ende einen guten Mittelfeldplatz haben werden, dann können wir alle glücklich sein und vor allen Dingen nicht direkt Forderungen stellen. Wir müssen ganz nach oben, wir müssen damit spielen. Wir sollten einfach nur dankbar sein, dass diese Mannschaft inklusive Trainerteam, aber auch den Vorstand, was man dazu nennt, es geschafft hat, innerhalb von einem Jahr wieder in der ersten Liga zu sein. Helmut, wie hast du... Wie hast du auf diese Saison geguckt? Es war ja so am Anfang, da hat man ja die Zahlen gehört, da hat man gesagt, der Etat für die Spieler geht gleich um 70% runter oder sowas. Da schleicht sich ja der Verdacht ein, die wollen alle Kohle sehen. Die Spitzenspieler kriegst du nicht nach Schalke in der zweiten Liga. Ne? Jein, Schalke hat... Das ist kein Fishing for Compliments, das heißt, jeder hier nach wie vor eine riesen Strahlkraft und es wird auch immer noch hier Geld verdient. Natürlich anders und in anderen Sphären, als das vielleicht in den Jahren zuvor der Fall war. Aber ich glaube, der Olaf hat das schon wunderbar zusammengefasst und ich kenne das aus vielen langen Jahren eigener Erfahrung. Aber so eine Umwälzung personell so hinzukriegen und dann auch eine Mannschaft, die vielleicht sportlich am Anfang nicht so richtig funktioniert hat. In der Hinrunde sind 29 Punkte gemacht worden. Immerhin, damit war Schalke immer auf Tuchfühlung. Also die Basis wurde da gelegt und dann sind sicherlich auch in der Rückrunde schon Verbesserungen eingetreten, die natürlich zum Ende, das ist schon gesagt worden, von dem Mike Büskens dann nochmal, wenn man so will, formvollendet worden. Aber ich fand, dass schon in der Rückrunde man sehen konnte, dass Schalke gerade auswärts stärkste Mannschaft, auswärts die wenigsten Gegentore kassiert. Ich gucke immer gerne auf Kennzahlen. Und da hat man schon gesehen, dass die Mannschaft da über die Zeit zusammengewachsen ist. Und da muss man natürlich parallel gucken, wenn andere dann nachlassen. St. Pauli hat in der Rückrunde 21 Punkte gemacht. Und die dann eben oben nachgehen, dann rückt eben und rutscht der andere eben hinten rein. Das hat Schalke einfach dann auch konsequent gut gemacht. Mit eben auch ein paar Stellschrauben, klasse Unterstützung von außen, Ruhe im Verein, muss man wirklich sagen. Und über einzelne Spieler ist gesprochen worden. Da waren natürlich mit Isakuro, mit Terodde und auch vielen anderen einfach auch gute Verpflichtungen dabei, die nicht nur sportlich, glaube ich, funktioniert haben, sondern man hat auch immer den Eindruck, dass da eine Mannschaft auf dem Platz ist. Da siehst du immer, ob die Symbiose von außen und von innen stimmt, das wisst ihr auch. Und das hat die dann am Ende auch getragen. Und wie gesagt, der Mike hat das ideal ergänzt. Und so wie das zum Ende lief, war das für mich eigentlich klar, dass Bremen und Schalke nach oben gehen. Und wer dann Dritter wurde, okay, das wissen wir jetzt, aber das war für mich so zum Ende hin der Rückrunde, war das eigentlich für mich so absehbar. Ich fand das ja ehrlich gesagt so witzig, wie immer geredet wurde von der besten zweiten Liga aller Zeiten. Ja. Da muss man doch auch mal lernen, dass das reines Marketing ist. Du musst dir einfach die simple Frage stellen, warum spielen wir jetzt in der zweiten Liga? Weil er die beste zweite Liga aller Zeiten ist? Manni, ja. Du musst viel, viel positiver denken. Nee, überhaupt nicht. Nein. Es war die beste zweite Liga ever. Nee, und wir mussten da so schnell wie möglich raus.
Und jetzt ist es nicht mehr die beste zweite Liga, weil wir nicht mehr drin sind, weil Werder nicht mehr drin ist und Hamburg spielt heute und die haben große Chancen, auch Hertha in zwei Spielen zu schlagen. Und dann ist es auf absehbare Zeit nicht mehr die beste. Nein, das waren die besten Namen, aber es war nicht die beste Liga, ja, was Schalke teilweise zusammengespielt hat. Mann. Aber denk doch mal ein bisschen positiver, Manni. Mann, komm, gib dir einen Ruck. Wir müssen uns doch nicht hier die Welt immer schönreden. Was ist das denn? Da kannst du doch nur Bauchlandungen machen. Wir beide sind ja noch leidgeprüfter mit unserer MSV-Vergangenheit. Der MSV guckt aus der dritten Liga und da wird natürlich immer kolportiert, das ist die beste dritte Liga aller Zeiten. Die sind noch ein Stück weiter weg von der zweiten Liga, by the way. Ich glaube, da steckt auch ein ganzes Stück Fußballromantik dahinter und ja, ich würde den Olaf auch unterstützen, also ja, ne? Positiv. So, ich hindere euch an gar nichts. Erzähl. Ja, aber ich muss am Mani auch ein bisschen helfen. Von den Namen Raus, her, was von denkst den Namen du? Her, ja, wenn Werder Bremen, Schalke 04, HSV, Hannover, Nürnberg, die eben schon Bundesliga gespielt haben, über Jahre, und, aber von der Qualität her, da können wir drüber streiten. Aber von den Namen, das war super, wenn ja, Hamburg, Schalke, Bremen, okay. Aber ich bin ja froh, dass wir da raus sind. So. Wir, ich wundere mich immer, irgendjemand dreht da an der Uhr. Wir können uns heute nicht sehr lange mit der ersten Liga beschäftigen. Ist auch eigentlich eine Scheißliga, die erste Liga. Aber vielleicht werfen wir doch mal einen kleinen Blick drauf. Wir sind uns alle einig, deswegen will ich das auch gar nicht diskutieren, dass das für die Liga nicht gerade günstig ist, wenn immer die gleiche Mannschaft deutscher Meister wird und möglicherweise schon 3-4 Wochen vor Ende der Saison. Ich will von euch mal wissen, ich gebe mal so ein paar Namen vor, welcher Verein euch in der letzten Erstligasaison am meisten, Olaf, positiv beeindruckt hat. Ja? Mir fällt zum Beispiel der VfL Bochum ein, mir fällt Union Berlin ein, mir fällt Freiburg ein, mir fällt auch Köln ein, mir fällt bestimmt nicht Borussia Mönchengladbach ein, aber einige von den genannten haben doch wirklich dafür gesorgt, dass man gesagt hat, mit kleinen Mitteln doch die Leute mitgerissen. Olaf. Manni, du lernst schnell. Ja, wirklich. Also muss ich sagen, das geht ruckzuck. Und da denke ich an erster Stelle an Freiburg. Stehen im DFB-Pokal und ich glaube, ganz, ganz viele drücken den Freiburgern die Daumen, dass sie gegen Leipzig gewinnen. Underdog, aber sie sind nicht schlechter. Also von daher ist es ein Spiel fast auf Augenhöhe und in einem Spiel kann alles passieren. Das haben wir jetzt bei den Frankfurtern gesehen. Da haben wir auch die Daumen gedrückt. Ihr seht ja hier, Eurofighter am 21. Mai ist es soweit, 25 Jahre und die haben uns endlich abgelöst. Und in der Liga gab es sicherlich Überraschungen, aber das, was Manni auch sagte, 10 Jahre hintereinander Bayern München. Ich war zwar auch 6 Jahre da, bin nur 3-mal Meister geworden. Es wird ja auch langweilig und für den FC Bayern unheimlich schwierig auch zu feiern. Weil wir Schalke haben den Aufstieg gefeiert, den kann der FC Bayern in den nächsten 10, 20, 30 Jahren nicht so feiern mit dem Herzen, mit den Fans, weil wir halt nicht so viel gewonnen haben. Auch nicht ganz einfach. Und es gibt tolle Überraschungen, vor allen Dingen an erster Stelle der VfB Stuttgart, die so super gestartet sind in die Saison und dann noch im letzten Atemzug es geschafft haben, in der Liga zu bleiben. Und Hertha hat es auch nicht verdient gehabt. Und ob sie es dann jetzt schaffen in den beiden Spielen, habe ich auch meine Zweifel. Nur Hamburg ist auch nicht besser. Und mal ganz ernsthaft, die holen sich da so einen Millionär. Ziehen die sich an Land? Magath, ne? Ja, nein, nicht Magath, den mit den 270 Millionen. Ach so. Der ballert da die 270 Millionen rein. Und dann klappt das nicht. Man redet zwischendurch über Big City Club. Ja, und so aber man verfallen nicht wieder ins Negative. Und wenn man dann mit diesem Konzept gescheitert ist, dann holt man eine Trainerlösung aus dem vergangenen Jahrhundert. Das darf nicht aufgehen. Deswegen drücke ich dem HSV sämtliche zur Verfügung stehende Daumen. Welcher Verein hat dich besonders beeindruckt, Klaus, in der Erstligasaison im letzten Jahr? Ja, Olaf hat es ja schon gesagt, wenn man Union Berlin angeschaut hat oder der VfL Bochum schlägt den FC Bayern München 4-1. Entschuldigung.
hätte nie erträumt, dass das so ist. Und das ist positive Erscheinung gewesen. Und Freiburg natürlich auch, der Passe, die müssen Leute verkaufen. Und trotzdem schaffen sie es wieder, oben mitzuspielen. Übrigens, ein gutes Vorbild für den FC Schalke 04, diese Kontinuität, diese Unaufgeregtheit. Ich würde Schalke doch ein Stück davon wünschen. Da ich glaube, wir dürfen gar nicht den zweiten Schritt oder dritten vor dem ersten machen, weil die sind so weit weg. Wir müssen erstmal gucken, ja, dass wir uns ein gutes Beispiel in Bochum nehmen, weil wir denken schon wieder, Finale und international. Nur Kontinuität. Ja, ja. Und absolut. Immer gleich die Bogen so hoch. Und aber die haben schon wieder einen Etat, der auch für uns im nächsten Jahr gar nicht möglich sein wird. Und deswegen müssen wir uns eher orientieren an Bochum, VfB Stuttgart und diese Vereine wie Mainz. Weil Freiburg, die sind schon wieder einen Schritt weiter. Richtig, richtig. Ja, aber man muss dazu sagen, sie haben internationale Spiele. Und immer Mittwoch, Samstag, ja, da braucht schon einen qualitativen guten Kader, dass man Spieler aussetzen können und werden dann durch andere ersetzt. Weil es ist schon, wenn man auswärts spielt, die Reise und so weiter, das ist nicht so einfach. Aber trotzdem muss ich ehrlich sagen, Freiburg immer faszinierend, wie sie es immer wieder schaffen, Spiel verkaufen und oben drin zu sein, da muss man einfach sagen, die sind das ganze Jahr über unterwegs, um zu schauen, wer passt zu uns. Und ich denke mal, dass der Streich, wenn die hinkommen, dass er denn schon erzählt, was los ist. Mein Zweitverein ist ja Union Berlin. Ja. Da wirbt ja ein Ex-Schalker. Ja. Der hat auch ein ganz feines Näschen für neue Leute, hat schon jetzt wieder einen aus Freiburg verpflichtet fürs Mittelfeld, 28 Jahre, erfahrener Mensch. Und alles, was weggegangen ist von Union Berlin, wurde nahezu gleichwertig ersetzt. Wunderbar. Er macht eine tolle Arbeit, das muss man einfach so sagen. Und die spielen auch einen begeisterten Fußball. Die haben keine Angst, die spielen nach vorne, egal wenn sie gegen wen sie spielen. Und das musst du auch haben. Wenn du dich nur hinten versteckst, irgendwann kriegst du Tore rein. Und du musst auch mutig sein, angreifen. Und ich denke, dann können wir auch mit Sicherheit wir die Liga halten. Es wird nicht einfach werden, gar keine Frage. Als Aufsteiger immer, das ist ja auch Fürth, das sind auch souverän aufgestiegen. Und wieder souverän abgestiegen, sag ich mal so. Und von alleine geht überhaupt nichts. Du musst eine fitte Mannschaft haben, die, wo jeder für jeden da ist, wo sich reinhaut. Und natürlich auch, ist ja schon erwähnt worden, dass wir den einen oder anderen Spieler schon brauchen, weil der Torwart ist, glaube ich, wirklich kein Vertrag mehr. Und da musst du schauen, bei Torhüter ab und zu gewinnen die ja mal Spiele. Und das haben wir ja früher gesehen. Die Eurofighter werden nicht, gäbe es ja gar nicht, wenn Lehmann nicht da gewesen wäre. Der super gehalten hat, der sich manchmal am Leben erhalten hat. Und das gehört dazu. Und dann haben sie auch, ja, hübsch, Devens wird das denen auch schon immer wieder. Jetzt bist du schon bei den Eurofighter. Ja, die Eurofighter. Ja, und das gehört einfach dazu. Und ja, dann wird es schon gehen. Didi, was ist dein Team in dieser Fußball-Bundesliga, das dich besonders beeindruckt hat? Das ist natürlich jetzt schwer, weil die beiden haben ja schon die Mannschaften alle genannt. Und dann fragst du mich als Drittes. Gut, ich nehme mal eine Mannschaft, die noch keiner auf der Liste hatte. Also ich finde, der 1. FC Köln hat in diesem Jahr wirklich eine gute Saison gespielt. Auch den richtigen Trainer geholt und ich bin ganz ehrlich, ich hätte diesen Trainer auch gerne bei uns auf Schalke gesehen, weil das ist einer, glaube ich, der von seinem ganzen Auftreten her hervorragend zu uns passen würde. Die Fans würden ihn lieben, ich glaube, der macht den Spielern noch Feuer, aber auch sehr kooperativ arbeitet er mit den Spielern zusammen, er ist sehr kommunikativ, spricht sehr viel mit ihnen und ich finde Köln letztes Jahr nur Abstiegskandidat, so eben gerettet und in diesem Jahr klasse Saison gespielt. Didi, hast du auch das Video gesehen, was seine Tochter aufgenommen hat? Ja, mit dem Hund. Und der Hund, der hinten auf ihm drauf war. Ja. Ja, da stellt man sich die Frage,
Ist das korrekt, was der da macht? Nein, das ist Overkill. Das ist Overkill, das sicherlich kriegt das zurück, wenn es nicht läuft. Wenn es nicht läuft. Ja, ja, aber ich glaube, das ist dem Trainer egal. Nein, das ist inszeniert. Ich würde solche inszenierten Sachen. Aber es kam aber echt rüber, ja, und ich mag den Baumgart trotz dieser Aktion, mag ich ihn wirklich, und ja, ich glaube, dass das ein exzellenter Fachmann ist. Ich finde auch, der halt sich auch zeigt in der Öffentlichkeit seine andere Seite. Ja, der ist wesentlich mehr als so ein Hampelmann an der Außenlinie. Ja, das ist ein Motivator auch. Jetzt hast du aber eine undankbare Aufgabe, Helmut. Kein Problem. Sag doch einfach mal Red Bull. Der Didi hat mir den FC weggenommen jetzt hier. Als Kind des Ruhrgebiets bleibe ich auch beim VfL Bochum. Klasse. Finde ich überhaupt, dass ein weiterer Bundesligist in der ersten Liga eben spielt, sich da auch so gehalten hat. Die sind auch so ihrer Idee treu geblieben, wie die in der zweiten Liga gekickt haben, auch in der Bundesliga. Und von daher mehr davon. Ich glaube, alles, was hier, wenn man früher auf die Zusammensetzung der Ligen geguckt hat, im Ruhrgebiet, erste, zweite Liga gespielt hat, da haben wir doch an den Adern das zu verzeihen. Jeder, der da wieder das einwächst, Problem, wenn ich das sage, der Trainer, der Reis von Bochum, soll er jetzt abgeworben werden von Wolfsburg. Genau. Und daran sieht man auch die Problematik dieser etwas kleineren Vereine, sich dann auch zu halten, zu stabilisieren, umso höher anzusiedeln, wie Freiburg das über so eine große Zeit geschafft hat, lange Zeit, absolut, wie Mainz ja auch. Und das wird die Kunst von uns sein, denn wir haben es 97 ja auch nicht geschafft, einen Jens Lehmann, einen Linke, einen Wilmots zu halten bei uns. Und das wird jetzt auch für den Aufbau mittelfristig das große Ziel sein, eine Mannschaft hoffentlich auch endlich mal wieder mit jungen Talenten, die herauskommen. Das hat jetzt noch so ein bisschen gefehlt, dass so ein 17-jähriger Zehner da richtig alles aufmischt. So wie ich das 1983 machen konnte und so wie es mit Julian Draxler war. Aber wir haben einen guten Nachwuchs, die U17 ist deutscher Meister geworden, ja. Halbfinale war die A-Jugend, also das lässt sich sehen. Die Amateure haben relativ locker die Liga gehalten, genau, in der vierten Liga. Also von daher stimmt da auch einiges. Ja, also VfL Bochum, ja, ist alles klar geworden. Und es fällt auf, das muss man wirklich an der Stelle mal sehr deutlich sagen, die genannten Vereine zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie beeindruckende Trainerpersönlichkeiten haben. Du kannst den Urs Fischer nehmen bei Union Berlin. Wir haben von Thomas Reis gesprochen. Wir haben von Steffen Baumgart gesprochen. Von Christian Streicher gesprochen. Im Augenblick wird das Bild der Bundesliga-Trainer ein bisschen verdunkelt, dadurch, dass jetzt plötzlich das große Trainerfliegen eingesetzt hat. Die sind ja nacheinander alle rausbefördert worden. Hoeneß, Hütter, Kohfeldt, Weinzierl, Leitl schon vorher, aber es gibt halt welche auch, die in der Lage sind, mit ihren ausgeprägten Fähigkeiten auch zur Talententwicklung, zur Ansprache an die Jungs dafür zu sorgen, dass man manchmal weit über seine Möglichkeiten agiert und auch dann plötzlich in der Europa League oder sonst wo landet und quer durch Europa ziehen kann. So, die Zeit für die Halbzeitpause ist gekommen. Ich stelle mal sagen, um 21.15 Uhr, da treffen wir uns hier wieder. Normalerweise müsste man sagen, 21.04 Uhr, das ist aber zu früh. Ihr sollt noch eine leckere Currywurst essen und Pils trinken. Und dann reden wir noch mal eine Dreiviertelstunde nur über Blau und Weiß. Wie liebe ich dich? Ich habe ja gesagt, wir machen jetzt in der zweiten Halbzeit, bevor wir hier eine amerikanische Versteigerung von Schuhen von Salazar. Wie heißt der nochmal mit Vornamen? Rodrigo? Heißt der Rodrigo mit Vornamen? Ja, wir glauben jetzt, dass der Rodrigo, jedenfalls heißt der Salazar. Vorname Sala und dann Saar. Okay. Wir stellen uns jetzt mal eine wirklich sehr entscheidende Frage im Zusammenhang mit dieser Aufstiegssaison. Wir haben das ja alles verfolgt, dass bis zum 5. März Gramozis der Trainer gewesen ist. Dann kam die Heimniederlage gegen Hansa Rostock und der Verein steuerte komplett um. Erste Frage, und jeder, der sich berufen fühlt zu antworten, sollte das tun. War das in der Situation dringend geboten? Ich füge für mich persönlich hinzu,
ich habe immer ein Problem damit, Trainer rauszuschmeißen, weil häufig die Vereinsführungen damit beweisen wollen, dass sie handlungsfähig sind oder so und dass in der Sache gar nicht begründet ist. Didi, wie siehst du das? Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich war ja bei dem Spiel dabei gegen Rostock und da habe ich schon gesagt, jetzt muss was passieren, sonst steigen wir nicht auf. Warum? Weil die Mannschaft war nach meiner Meinung tot. Die hat nicht mehr gelebt, du hast nicht mehr gesehen, dass der eine für den anderen mitgelaufen ist. Mir hat die Leidenschaft gefehlt, es war nicht der unbedingte Wille da, das Spiel gewinnen zu wollen. Und das, und dann war der richtige Mann, das habe ich auch gesagt, ich habe auch noch gesagt, muss ja ehrlich sein, ich habe zwei Leute könnten das jetzt machen. Einmal Bujo oder ich bringe dann immer meinen alten Freund und Trainer Peter Neururer ins Gespräch. Aber, nein, es ging ja darum, dass das einer macht, der Schalke kennt. Peter hat sicherlich zu viel verbrannte Erde auf Schalke hinterlassen, da wollen wir auch nicht drüber reden. Aber zu dem Zeitpunkt war halt Bujo da und Bujo hat der Mannschaft das vorgelebt, was es heißt für Schalke 04 zu spielen, zu arbeiten. Und er hat natürlich auch das Glück gehabt, dass dann auch das Spiel mal in der letzten Minute gewonnen worden ist, aber nach meiner Meinung ganz klar die richtige Entscheidung und man sieht es ja, wir können uns jetzt alle freuen. Vielleicht ergänzend, man kann vielleicht sagen, Gramotzes war zu stur, er hat immer an seinem System mit der Dreier-Fünfer-Kette festgehalten, das war so ein Angriffspunkt, das war jetzt höchstwahrscheinlich gar nicht ausschlaggebend, aber als Zeichen, flexibel zu sein, auf den Gegner selber sich stark zu reden, um offensiver zu spielen. Und Mike hat es ja von Anfang an gemacht, dass er durchaus mit der Viererkette gespielt hat, dass er Itakura ins Mittelfeld gesetzt hat, dass er dann am Ende auch auf Latza gebaut hat. Also er hat auch schon neue Akzente gesetzt und die haben dann gefruchtet. Das war so ein Spirit, der dann neu entfacht wurde und der kann nur durch einen neuen Trainer entfacht werden, wobei viele auch gesagt haben, der Mike Büskens hat doch alles mit zu verantworten. Nee, als Co-Trainer und dann noch als zweiter, dritter Co-Trainer kannst du nicht alles das bringen, was du dann als Cheftrainer magst. Ich gebe aber auch Manni recht, immer dieses Hire and Fire und viel zu früh der Trainer. Das kann doch nicht gut sein und ist doch auch nicht vernünftig. Wenn ich mich doch mal entscheide für einen Trainer, so war es doch in der Saison, in der Katastrophensaison, wo wir abgestiegen sind, wo wir gefühlt 10 Trainer in einem Jahr hatten. Ja, ich kann mich doch nicht 10-mal auf einen Trainer festlegen und sage, das ist er. Und nach 2 Wochen oder 6 Wochen sage ich, nee, den brauche ich nicht mehr. Also man muss sich viel mehr Zeit nehmen für die gute Auswahl eines Trainers. Und ich glaube, das machen wir jetzt. Das sehen wir im Moment. Und was noch positiver ist, die Bild-Zeitung weiß nicht, wer kommt. Wunderbar. Olaf, ich fand das sehr wichtig, was du jetzt gerade gesagt hast. Und zwar deswegen, weil viele... Und Helmut, du bist sofort dran, weil du immer mit dem Kopf zwischendurch genickt hast. Du kannst das dann nochmal bestätigen. Doch, viele reden heute noch so, als wenn die Leistung von Mike Büskens sich darin erschöpfen würde, der große Motivator zu sein. Das stimmt nicht. Es geht darüber hinaus. Hier sitzt der Fußballexperte, den wir auch... nicht nur seines Fußballspiels geschätzt haben, sondern auch in seinen Analysen heute. Ja, der hat tatsächlich auch Veränderungen vorgenommen, der Bujo. Die haben hinten tatsächlich mit der Viererkette gespielt. Der hat den Schau, der hat nicht gespielt, der hat den Itakuro vorgezogen. Also der hat auch schon Dinge, die er gesehen hat, verändert. Und die haben der Mannschaft einfach gut getan. Das ist eine Tatsache. Jetzt kann man sagen, hätte der alte Trainer auch machen können, hat er aber nicht, weil der halt seine Idee, seine Philosophie im Kopf hatte. Aber da hat er schon auch entscheidend eingegriffen, definitiv. Und wenn dann ein Spieler wie der Chao, der auch ein bisschen nicht amused war, dass er nicht mehr spielt, ich weiß nicht, ob er jetzt weg will, Olaf, oder auch bleibt, aber der hat auch nicht schlecht gespielt. Ja, ich glaube nicht, dann war er ja auch gesperrt, genau, verletzt, genau. Also das kam auch noch ins Spiel. Und ich muss sagen, Chao hat sich wirklich toll entwickelt. Absolut. Und den müssen wir unbedingt behalten. Absolut. Aber in der Situation jetzt hat er eben dann auf andere Spieler gesetzt. Und das hat er natürlich auch mit dem Blick, den er jeden Tag da auf den Trainingsplatz hat und natürlich die Spiele, die er gesehen hat, auch getan. Und die haben geholfen, definitiv. Die Eingriffe von ihm haben auch geholfen, muss man einfach so sagen. Aber Klaus, das muss ja auch deprimierend sein,
für einen Trainer wie Gramozis, dass er am 25. Spieltag mit 6 Punkten Abstand, glaube ich, auf Platz 3 da steht und alle sagen, dies Jahr wird das nichts. Und da kommt der Co-Trainer Mike Büskens und gewinnt von 9 Spielen 8. Da muss doch mehr passiert sein als die Umstellung von der 5er auf die 4er-Kette. Da ist mit Sicherheit was passiert. Und der Didi hat ja gesagt, die haben ja, wenn du gegen Rostock zu Hause 4-3 verlierst, da musst du dir was einfallen lassen. Und Mike Büskens hat natürlich an verschiedenen Stellen Veränderungen herbeigerufen, die dann zum Erfolg geführt haben. Ein Salazar, nach meiner Meinung, musste er immer spielen. Ein Spieler, der auch von Mannung spielen kann, der einen Abschluss hat. Und das ist einer der wenigen, die Leute umspielen konnte. Das haben wir jetzt wieder, und ein Schlitzohr ist, das haben wir das Tor in Nürnberg wieder gesehen. Und ich habe von Anfang an, ich muss ehrlich sagen, beim ersten Spiel gegen HSV, als wir hier mit der Fünferkette gespielt haben, als das Mittelfeld leer war, habe ich gesagt, der Trainer erlebt den November nicht. Habe ich zu, wenn wir uns unterhalten haben. Wenn sie es gemacht hätten, wären wir schon früher aufgestiegen wahrscheinlich. Und weil so kann man nicht Fußball spielen, wie wir gespielt haben. Ich bin ein Verfechter von der Viererkette und da muss ich ehrlich sagen, wieder, da kannst du nach München gucken mit Bayern, da kommen beide Außenverteidiger, die kommen permanent mit nach vorne, bringen Druck über die Außenpositionen und wir hatten das Mittelfeld ja immer leer. Die Hamburger konnten spielen, wie sie wollten. Du kommst in keinen Zweikampf, nichts. Und ich glaube, dass Mike Büskens der Trainer geworden ist, von 9 Spielen 8 gewonnen. Ja, was soll man dagegen sagen? Der hat alles richtig gemacht und wir sind in der Bundesliga. Ja, das ist aber... Es ist bis jetzt, obwohl der Sportdirektor einen Favoriten hat, wie er sagt, noch nicht durchgedrungen, wer es denn wohl sein soll. Vielleicht fällt euch irgendein Name ein, aber wenn der jetzt neu antritt auf Schalke, dann hat er vor sich oder an seiner Seite, denn will er wieder Co-Trainer werden, Mike Büskens, den Mann, der diesen Kraftakt geschafft hat, den Helden von Schalke. Ganz schön schwierig, die Situation. Ja, das ist eine schwierige Kiste, muss ich einfach so sagen. Ich weiß, wir wissen nicht, vielleicht weiß der Olaf das, wer Trainer wird auf Schalke. Aber ich habe es gesagt, da muss ein Trainer hin, der Mut hat. Aber die Gefahr ist riesengroß, wenn wir am Anfang nicht sofort pumpen. Man kennt ja die Fans, wie sie reagieren. Und dann wird es für den Trainer schwer, wenn die Büskens rufen. Das ist unangenehm, gar keine Frage. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass wir einen starken, mutigen Trainer verpflichten. Die personelle Geschichte bei Schalke ist natürlich auch etwas schwierig, weil sie unter dem Diktat der knappen Kassen steht. Große Frage zum Beispiel, kann man die 5,5 Millionen für Itakura aufbringen? Oder ist er plötzlich wieder weg? Das wäre ja ganz furchtbar, finde ich, weil für mich war es der wichtigste Spieler neben Terodde im Spiel der Schalke. Ja, auf jeden Fall. Natürlich brauchen wir die eine oder andere Verstärkung, aber ich kann mir vorstellen, dass wir unser Feind unterwegs ist über das ganze Jahr. Wir werden nicht nur die Spiele angeguckt haben, sondern die werden sich informieren, wer für welche Position nach Schalke kommen kann. Und der Torwart ist schon weg. Also wir brauchen einen guten Torwart. Den brauchst du in der ersten Liga, der dir auch mal Punkte holt und nicht Punkte verliert. Und ich bin gespannt, wer kommen wird. Und wir brauchen auch, natürlich auf der Außenbahn, brauchen wir auch Leute und schnelle Leute, weil langsame Leute, da gibt es immer Probleme. Und ich habe ja mir auch die Jugend mir angeguckt, nicht wie früher. Da kam ein Meier raus, da kam ein Draxler raus, Sahne, wie sie alle hießen. Im Moment
ist in der A-Jugend, was ich so gesehen habe, weiß ich nicht, ob da ein Spieler dabei ist, der einen Sprung nach oben schafft. Wir haben deutsche Meister geworden in der B-Jugend. Da habe ich zwei gute, sehr gute Spieler gesehen, aber der eine ist noch jüngerer Jahrgang, der kommt erst in ein paar Jahren. Und die haben eine gewisse Klasse, auch wie sie sich weiterentwickeln, da wird sich zeigen. Und auf der anderen Seite, der Rode wird 34, wird 35. Ja, man weiß, wenn man selber so lange gespielt hat, das wird dann immer ein bisschen weniger. Lass uns ruhig mal über Terodde reden. Er hat ja auch eine Weile in der ersten Liga gespielt. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es gewesen sind, da war aber die Torquote unterdurchschnittlich. Das muss jetzt nicht heißen, dass das wieder so ist. Aber ich habe so eine gewisse Sorge zumindest, dass Terodde in der ersten Liga nicht so gut funktioniert, wie es in der zweiten Liga ist. Ich habe ja gesagt, wir brauchen einen mutigen Trainer, der sein Spiel viel weiter nach vorne verlegt, dass Terodde sehr oft im Strafraum Zulieferer kriegt. Er weiß schon, wo das Tor steht. Aber ob das erste FC Köln war oder VfL Stuttgart, die sich nach Aufstieg nicht so weitergespielt haben wie in der zweiten Liga, sondern sie haben sich zurückgezogen, auf kompakt stehen, nur kein Tor reingelegt, dann ist der Terodde der Weg zu weit. Das ist ganz klar. Aber ich denke mal, die werden ja auch gelernt haben draus, dass ein Terodde in Strafraum rein muss. Und Spieler, die ihm zuliefern, guck mal, bei Bayern München auch, Lewandowski kann auch keine Tore machen, wenn er keine Vorlagen nicht. Und so ist es bei Terodde auch. Ja, also das Thema Terodde wird interessant werden und vor allen Dingen muss man da vorne noch weitere Verstärkung haben. Aber es ist halt nicht sehr viel Kohle da. Da kommt es darauf an, dass Ruben Schröder zum Beispiel die richtigen Entscheidungen trifft. Ich möchte von euch noch mal eine Meinung über Schröder einsammeln. Ja, ich glaube, dass wir haben ja die Zahlen gehört, dass da an Fluktuation vorhanden war, plus auch noch viele Spieler, die ausgeliehen wurden, auch wenn jetzt ein Teil zurückkommt, da wird man sehen, wie man damit umgeht. Aber Schröder war sicherlich mit der wichtigste Neuzugang auf Schalke im letzten Jahr. In der Situation, in der Kürze der Zeit, unter den Bedingungen und auch mit dem, ich sag mal, auch emotional negativen Umfeld, wir müssen ja ehrlich sein, wir können uns ja alle noch an die Szenen nach dem Abstieg erinnern, jetzt sind wir 11 Monate weiter und alles ist gut, aber die waren ja auch nicht schön. Das heißt, die Situation war ja natürlich auch sehr negativ im Club insgesamt. Und dann da so zu agieren, da muss ich sagen, Chapeau, da hat er schon sicherlich auch im Zusammenspiel mit dem Peter Knebel, aber gerade eher so operativ vorneweg, klasse Job gemacht. Und auch wenn die Dinge sicherlich stimmen, die hier gerade berichtet wurden, dass an der einen Stelle vielleicht die Dinge dann speziell nach dem Rostock-Spiel vielleicht in die falsche Richtung gingen, auch vom Trainer vielleicht ausgehen, so glaube ich trotzdem, dass insgesamt da eine Mannschaft war, die irgendwo auch einen inneren Kitt hatte. Und der Ruben ist ein Typ, der auf solche Dinge achtet, finde ich gut. Weil es A, unsere Mentalität ich glaube, ist. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass jeder seinen Aufgabenbereich hat und dafür zuständig ist. Also die Zusammenarbeit von Peter Knebel, Ruben Schröder, Gerald Asamoah, das funktioniert sehr gut. Gerald Asamoah wirkt mehr in der Kabine mit der Mannschaft, weniger in der Öffentlichkeit. Ruben Schröder macht die Transfers. Peter Knebel beaufsichtigt das oder führt diese Mannschaft. Und das funktioniert sehr gut. Das gefällt mir wirklich sehr überraschend, dass das so harmonisch vonstatten geht, auch in der Außendarstellung. Ganz toll. Man hört zum Beispiel auch nichts mehr vom neuen Aufsichtsratsvorsitzenden in der Öffentlichkeit. Finde ich auch sehr schön. Ja, und das habe ich ja, als wir hier anfingen, habe ich ja gesagt, runtergebrochen von oben nach unten. Axel macht das wirklich ganz, ganz toll. Aber wart ihr nicht alle Fans von Clemens Dönjes oder so? Oder jetzt plötzlich die mehr? Wie sehe ich das? Ja, wir müssen, das sind neue Zeiten. Und Axel Hefer hat neue Zeichen gesetzt im Aufsichtsrat mit Dörnemann zusammen und mit anderen. Einen ganz anderen Stil und runtergebrochen auch, was den Vorstand betrifft. Und das funktioniert.
ist an jetzt, hast du vom Vorstandsvorsitzenden auch wenig in der Öffentlichkeit, was ich noch nicht mal für schlecht habe. Bernd Schröder. Ja, die allermeisten wissen gar nicht, wer der Vorstandsvorsitzende auf Schalke ist. Ja, der kam von Leverkusen und ich glaube, die Schalker, die sich richtig mit dem Verein identifizieren, die wissen das auch. Aber auch er geht Step by Step vor, versucht intern Dinge zu regeln als Vorsitzender des Vorstandes. Und wir haben ja Christina Rühl-Hamers, die für die Finanzen zuständig ist. Unterschätzt die Frauen nicht, die für die Finanzen zuständig sind? Frauen unterschätzen wir grundsätzlich nicht. Nein, nein, das ist mir vollkommen egal, ob das eine Frau ist oder ein Mann ist. Ich glaube, das ist eine richtige Fachfrau, die das seriös betreibt und die nicht, das ist mir auf Schalke in den letzten Jahrzehnten, kann man schon was sagen, immer wieder aufgefallen, an Selbstüberschätzung, an Größenwahn leidet. Ja. Denn man hat die Etats immer so gemacht, dass man einkalkuliert hat, dass sie europäisch spielen. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir auch sehr erfolgreiche Jahre gehabt haben, ob es 2-1 war, wo wir fast Meister waren, 2005, 2008. Das dürfen wir alles nicht vergessen. Wir dürfen uns auf Schalke auch nicht kleiner machen, als wir sind. Fehler wurden gemacht, auch gerade mit den riesigen Summen, die dann verbrannt wurden. Und jetzt ist man aber an einem Punkt, wo man an die Fehler denkt im Hinterkopf, um sie nicht wiederzumachen. Und da sind wir, glaube ich, jetzt mit Aufsichtsrat und Vorstand gut aufgestellt. Und wir haben jetzt die neue Mitgliederversammlung, ich glaube am 12.06. Da werden ja wieder neue Leute in den Aufsichtsrat gewählt, höchstwahrscheinlich. Und oder auch bestätigt. Und und dann hoffe ich, dass die Kontinuität anhält. Ich habe noch einen Satz zum Ruben, dann gebe ich an den Didi. Ich glaube, der Ruben hat er auch in Mainz schon bewiesen. Hat man immer viele Jahre gesehen. Mainz war auch immer ein gutes Beispiel, glaube ich, für einen sympathischen Club. Geht den meisten wahrscheinlich auch so. Und die haben auch mit kluger Politik, Trainer, Spieler, immer die Klasse gehalten. Und da hat er auch bewiesen, ein gutes Händchen zu haben. Ich glaube, das hat er hier auch ganz groß reintransferiert. Jetzt gebe ich an den Didi weiter. Ist ja alles gesagt worden. Soll ich jetzt noch großartig sagen? Ihr habt alle Leute gelobt. Aber noch nicht. Ich lobe jetzt noch die Fans, weil ohne euch wären wir auf gar keinen Fall aufgestiegen. Nee, nee. Bleibt mal gleich dran. Mich würde mal interessieren, welche, sagen wir mal, zwei, drei Spieler aus dem gegenwärtigen Kader, wird ja noch einiges dazukommen, du in der Erstligasaison für wichtig und nahezu unverzichtbar hältst und die jetzt schon da sind. Ja, Orion halte ich für sehr wichtig, Salazar. Und ich glaube auch, so wie Klaus sagt, wenn wir einen richtig mutigen Trainer kriegen, wenn die Mannschaft natürlich auch so zusammengestellt ist, dass wir das Spiel machen können, weiter nach vorne schieben, glaube ich auch, dass der Rolle auch für uns in der Bundesliga ganz, ganz, ganz wichtig sein kann. Auf jeden Fall. Sicherlich brauchen wir auch in allen Mannschaftsteilen, das fängt da eben vom Torwart an, bis vorne Alternativen und aber auch Spieler, nicht nur Alternativen, sondern auch Spieler, die uns wirklich verstärken, dass wir Qualität holen und nicht nur Quantität, weil sonst, weil das große Problem ist ja auch immer, weil viele denken dann, wenn eine Mannschaft aufgestiegen ist, darf man den Spielern nicht wehtun, die aufgestiegen sind. Und da sieht man auch Ruben Schröder, er sagt auch Spielern, pass auf, die Zeit für dich ist hier vorbei, obwohl wir aufgestiegen sind. Und das zeigt auch die Qualität halt in diesem Moment von Ruben Schröder. Und ich denke, Danny Latzer wäre für mich so ein Kandidat, der viel Pech gehabt hat. Gelsenkirchener Junge, Kapitän, dass der die Mannschaft durchaus führen kann. Ich hoffe natürlich auch, Itakura bleibt und dann ciao. Dann hätten wir schon mal eine Achse mit vorne mit Terodde, der Torhüter, ob der dann der Torhüter von Bielefeld sein kann. Ortega, der Name ist schon mal Programm, ne? Ich weiß nicht, ob er kommt, aber er hat nicht unterschrieben in Bielefeld. Und was ist ein mutiger Trainer? Das ist ja immer so die Aussage. Ich glaube, der Trainer, der kommen wird, wir gehen mal davon aus, Mike Büskes macht es nicht und er bleibt, der wird sich erstmal finden müssen. Ich glaube, der wird gar nicht der Trainer sein, der jetzt schon Riesenerfolg hatte, sondern der muss wachsen mit Schalke und mit der Mannschaft. Das wird wichtig sein. Ja, aber ein mutiger Trainer ist zum Beispiel Steffen Baumgart, der in Köln, auch nicht unbedingt eine Überfliegermannschaft, von Beginn an gesagt hat, wir stellen uns da nicht hinten rein, wir setzen deutliche Akzente nach vorne. Hat er gemacht. Ja, sehe ich auch so. Also für mich ist ein mutiger Trainer, der auch mal nach vorne gehen lässt. Dass er sich nicht nur hinten einliege, klar ist dabei jetzt gegen Bayern oder sonst was nicht, da uns großartig ins offene Messer laufen wollen. Aber dass wir gegen andere Mannschaften halt mutig sind und nach vorne spielen. Ich sage auch,
der macht wirklich, der hat wirklich einen super Job gemacht. Der hat einen langjährigen Stammtorwart rausgenommen und hat einen Torwart in die Mannschaft gemacht, wo wir gar nicht kannten. Und der hat hervorragend gehalten. Und das gehört, da gehört schon Mut dazu. Und so wird es auch bei uns sein, dass es ein System, das er spielt, ja, mutig ist. Dass er, wie gesagt, nicht nur hinten abwarten, bis sie uns abschießen, sondern attackiert, weiter vorne attackiert. Das, ja, und die Mannschaft natürlich muss topfit sein. Wie wichtig ist Bülter? Ja, auch. Der hat übrigens, hat er vor, also 9 Jahre war bei mir in der Fußballschule in 3 Wahlen. Hat er mir vor kurzem gesagt. Nein, er ist ein Spieler, der keine Angst hat, der schnell ist, der auf die Flügel aus, der viel arbeitet für die Mannschaft. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die beiden haben zusammen super harmoniert. Und Kann so einer mit Scholinov in der ersten Liga bestehen? Ja, auch. Da wird sich zeigen. Er ist auch ein Spieler, der schon Leute aufspielen kann, der mutig in Zweikampf, ins Dribbling geht. Solche Leute brauchst du. Und vielleicht kommt der eine oder andere noch dazu, schneller Mann, der mal auch am Mann umspielen kann und gute Flocken schlägt für Terode. Natürlich brauchst du die. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir, ja, nicht wieder wie Bentaleb, wie viel, 23 Millionen. Ja, und da hat der Heil gesagt, der macht den Unterschied. Und da habe ich gesagt, welchen Unterschied? Da habe ich noch keinen Unterschied gesehen, was der ausmacht. Und am Platz, immer am Platz können die Leute zeigen, was los ist. Nicht hier bloß erzählen. Didi, nochmal. Ja, ich glaube auch, ich glaube, bei aller Qualität, die neuen Spieler haben sollten, ganz wichtig ist wirklich, dass sie auch verinnerlichen, dass sie für den FC Schalke 04 Fußball spielen. Und das war in den letzten Jahren leider nicht der Fall. Und bei der neuen Mannschaft war das der Fall. Das hat man ihnen beigebracht und gezeigt. Ich denke auch, da hat Bujo auch wieder eine große Rolle gespielt, weil er ihnen das vorgelebt hat. Und die Spieler, die zu uns kommen, die müssen wissen, was es heißt, für den Verein zu spielen. Die müssen auch wissen, was es heißt, für die Fans zu spielen und für die Stadt Gelsenkirchen. Und wenn sie das verinnerlichen, dann werden sie automatisch mehr Leistung bringen und die gesamte Mannschaft wird von den Fans mitgetragen werden und wir werden dann auch die nötigen Punkte zum Klassenerhalt holen. Didi, genau das ist es. Genau das ist der Punkt, der auf Gelsenkirchen einfach zutrifft. Denn, ich nenne nur 2 Beispiele. Raoul, der war gefühlt ein Jahr da, ungefähr, plus minus. Didi war auch nur relativ kurz, 2-3 Jahre da. Was ist haften geblieben? Diese beiden Namen. Der eine steht für Technik, der andere für Kampf, aber irgendwo für Schalke. Und das müssen wir versuchen, solche Spieler zu bekommen und zu entwickeln, die am besten noch aus der Jugend kommen. Deswegen hat er auch in Düsseldorf gewohnt, der Raoul. Ne? Gut, aber ja, Wasser in den Beinen macht nichts, gut gesagt. Und ja, ich habe auch in Duisburg gewohnt, also weißt du es nicht. Ja, und ich finde, der Raoul, der hätte in Ägypten wohnen können und der wäre genauso beliebt gewesen. Das war ja auch super. Ja, klar. Nur die Attraktivität des Wohnortes Gelsenkirchen wird von vielen Bundesligaspielern nicht so ganz hoch eingeschätzt. Das ist ähnlich wie Wolfsburg. Ich hätte ihn, glaube ich, in Gelsenkirchen, oder ich hätte mal eine Führung machen müssen, dann wäre er auch in Gelsenkirchen wohnen geblieben. Ja. Also, wir stellen jetzt mal fest, wir haben das ja jetzt... Ganz kurz, ich bin jetzt 52... Kurz kannst du ja nicht. 52 Jahre wohne ich in Gelsenkirchen. Ich komme aus Bayern, aus dem tiefsten Bayern. Und ich wusste sofort, als ich hier kam, wer Kurt Zoran Cepan ist. Also, ich wusste schon, zu welchem Verein ich gehe. Und Schalke 04 ist immer mein Verein gewesen. Man sagt nicht, Fischer 68 München, ne, Klaus Fischer... Schalke 04. Ja, und deswegen wird hier ein Raul, ein Jahr hier rumgeturnt ist und Didi Schach, hast du gegen mich gespielt, Mann? Gegen dich? Da hast du noch kein Tor gemacht. Wir, das, was der Klaus sagen wollte... Ich ausgewechselt, Klaus. Das, was der Klaus Fischer sagen wollte, ist, das darf er nicht persönlich sagen, einer der besten Mittelstürmer der ganzen Welt war. So ist das. Bevor ich jetzt
Bevor ich jetzt die kleine Fragerunde eröffne und schon jetzt um Mut bitte für Fragen, die allgemeine Feststellung, ich glaube, darauf kann man sich einigen, das Haus für die erste Liga bei Schalke ist noch nicht ganz fertig. Es muss noch an einigen Ecken und Enden gemauert und geschraubt und geklopft werden. Fängt beim Torwart an, hört beim Trainer noch nicht auf, verschiedene Positionen, man weiß nicht, was mit den Rückkehrern ist. Noch viele offene Fragen. In 6 Wochen, am 20. Juni, ist das erste Training und bis dahin muss das im Wesentlichen stehen. Das ist eine ganz, ganz schwere Aufgabe, aber in Sachen Rufen Schröder bin ich da auch optimistisch. Dass ein bisschen länger Zeit haben wir schon. Stichtag für die Transfers, ja, 31. August, glaube ich. Aber wenn ich eine Mannschaft aufbauen will, dann mache ich das vielleicht. Aber besser. Ich glaube, wir haben schon noch ein bisschen mehr Zeit, weil ich glaube nicht, dass beim Trainingsstart der Trainer wird stehen. Davon gehe ich auch aus. Aber ob wir dann das ganze Personal zusammen haben, glaube ich nicht. Und auch die wie Arit und einige andere, die noch auf der Payroll stehen, was damit passiert, wird man vielleicht auch später erst abwickeln können. Deswegen wird das noch Zeit brauchen und vielleicht sogar bis in den Winter hinein. Ja. Schauen wir mal, wie es läuft. Und jetzt die Fragen, bitte. Ja, gehen die Hände wieder nach oben, es ist dramatisch. Wenn ihr nicht fragt, ich frage auch nicht mehr. Ich mache dann gleich die Amerikaner. Aber euch fällt bestimmt noch eine Frage für die Zukunft, für die nächste Saison in der ersten Liga ein. Wo sind die ganzen bezahlten Fragen, die ich eben die Heiermänner gegeben habe? Das ist, weil wir schon alles beantwortet haben, ne? Genau. Manni, pass auf. Ich gehe einfach ins Publikum und frage. Ja. Wenn die sich so seitlich... Pass auf, ich suche mir mal eine Frau aus, die Ahnung vom Fußball hat. Ihr braucht keine Angst haben. Ich guck mir doch... Ah, ich habe einen starken Mann gefunden. Guck mal hier. Komm her. Der hat mich so toll hier reingeführt. Ich war nämlich zu früh da, bin nochmal gefahren. Frag doch mal, lass dir mal was einfallen. Wie heißt du? Haus, Hans. Sag doch mal was. Was soll ich sagen? Die sollen so gehört haben. Manni, er ist zufrieden. Wisst ihr, da weißt du, was das für ein Geschäft ist. Komm mal lieber schnell wieder nach oben. Wenn sie so weitermachen wie jetzt die zweite Ligasaison, kann er nur besser werden. Das ist richtig. Ist egal, wie sie spielen. Einmal Schalke, immer Schalke und dann bleibt so. Dankeschön. Wisst ihr? Manni, darf ich noch einen? Warte. Ich möchte mit dem Papst eine Boutique aufmachen. Ja. Olaf, ja. Wir danken dir. Ah, da hinten, komm. Alle, die hinten sitzen, die wollen rankommen. Frag doch mal was. Oh je, Olaf, du bist... Ja, ich finde das auch gut. Frank, okay. Bin mal fertig mit deiner Currywurstbude auch rum, wenn man dich bucht. Ehrlich, war eine ernsthafte und richtige Frage stellen. Ja. Ja, selbstverständlich fahre ich auch rum und du kannst mich auch buchen. Ich komme sogar selber. Bravo, Didi. Ich kann das bestätigen. Danke, Olaf. Ich bin fast jeden Dienstag beim Didi und probiere die Currywurst. Ne? Rauf und runter. Aber wir haben noch einen. Der Manni Breukmann hat mir gesagt, Mikro nie aus der Hand geben. Ich muss festhalten. Okay. Die Frage wird jetzt ein bisschen länger, aber dennoch möchte ich es gerne stellen. Also ich bin auch seit der 5. Klasse in dem Verein. Aber in einer Abteilung, in der Basketballabteilung. An wen möchtest du die stellen? Im Prinzip an euch Fußballer. Also an Klaus. Zum Beispiel, aber auch an dich. Du kriegst keine Kurbus mehr. Ich habe Aufstiege erlebt und Abstiege erlebt in diesem Verein. Und im Kern ging es immer darum, die Leute können alle ihren Sport, in der Regel sind das gute Sportler, aber aus diesen Einzelsportlern eine Mannschaft zu formen, das war immer die Aufgabe des Trainers. Also wir sind aufgestiegen mit Supertrainern, die vorangegangen sind, so wie wir es jetzt erlebt haben mit einem Bujo.
Und wir sind abgestiegen, wenn es Querelen in der Mannschaft gab, der Trainer kein Backup hatte. Die Frage, die ich habe, sowas erkennt man doch. Also wenn ein Vorstand, die Entscheidungsleute nah genug an einer Mannschaft dran sind, dann erkennt man sowas. Und also wenn wir den Beweis antreten mussten, dass ein Trainerwechsel nicht zum Erfolg wird, dann haben wir das gemacht in der Saison, in der Abschiedssaison. Jetzt mit Dini, ich habe es nicht verstanden, im Nachhinein war es gut, ja, aber es müssen Menschen nah an der Mannschaft dran sein, die das verstehen, wie das Gefüge in der Mannschaft ist und ob da der Trainer den Durchgriff auf die Mannschaft hat, die Mannschaft versteht und sie auch pushen kann. So, Bujo hat es offensichtlich geschafft. Könnt ihr mich da aufklären, was an eurem Sport anders ist als an meinem? Weil so schwierig ist diese Erkenntnis eigentlich nicht. Er hat vollkommen recht. Ich gehe mal zu Klaus Fischer, weil ich versuche, das in dem Moment zu beantworten. Man macht sich wirklich wahnsinnige Gedanken. Und das habe ich vorhin schon gesagt. In einer Saison haben wir mehrere Trainer verschlissen in ganz kurzer Zeit. Da fragt man sich, wer hat das denn entschieden und warum? Und warum hat es nicht gegriffen? Und auf einmal ist der Mike Büskens in den letzten 9 Spielen der richtige Mann. Es ist auch nicht anders als im Basketball, im Tischtennis oder wo auch immer, wo dann 2 zusammenspielen, 4, 8 und je mehr zusammenspielen, umso schwieriger, dass die Truppe funktioniert. Und du hast dann einen Trainer drüber, dann hast du einen Teammanager, dann hast du einen Vorstand, dann hast du einen Aufsichtsrat. Und die müssen halt alle zusammenhalten. Das ist, glaube ich, auch die große Kunst von Freiburg, aber auch von Mainz und einigen anderen Vereinen, dass die das besser managen und auch unsere Nachbarn beim BVB und auch gerade bei Bayern München, der Umbruch, den Bayern jetzt so erfährt, weil Hoeneß ist noch so ein bisschen im Hintergrund, Rummenigge ist weg, unheimlich schwierig für die, aber die holen mal nebenbei die deutsche Meisterschaft und die sind nicht zufrieden. Es ist aber nicht anders, meiner Meinung nach, im Basketball oder im Volleyball als im Fußball. Ich weiß nicht, wie Klaus das sieht. Ja, du hast vollkommen recht. Mannschaftssportarten, da gibt es nur wir zusammen. Wir zusammen müssen das schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Bei Einzelsportlern ist das ganz was anderes. Da ist er für sich selber zuständig. Aber es gibt da im Fußball, ja, du machst einen Fehler. Das passiert. Aber wenn der Mitspieler schon froh ist, weil er einen Fehler gemacht hat, dass er raus ist, dann funktioniert das nicht. Der macht den Fehler und ich bin bereit, ihn auszubügeln. Und so, beim nächsten Mal macht er anderen Fehler, dann hilft er ihm. Man muss sich untereinander helfen. Und ich muss ehrlich sagen, damals zu meiner Zeit hier auf Schalke, wir sind heute noch befreundet mit den Krämers-Zwillingen, Abramzi, Wüßmann leider verstorben. Ja, wir sind dann gemeinsam mal weggegangen, das gehört auch dazu. Aber wir haben zusammengestanden, wir haben uns geholfen. Bitte? Wie eine große Familie und so muss das auch sein. Natürlich kommen Rückschläge, die kommen. Aber dann zeigt sich, ob wir eine Mannschaft bin oder nicht. Was noch wichtig ist, Klaus, ist natürlich, dass im Unterschied, sagen wir mal, zum Basketball auf nicht oberstem Niveau vielleicht der Druck im Fußball, der öffentliche Druck, die Aufgeregtheiten in einem Verein viel, viel größer sind als in anderen Sportarten. Und das spielt auch eine große Rolle. Und wie oft sind schon Trainer deswegen rausgeflogen, weil der Vorstand auf Teufel komm raus zeigen wollte, dass er die Fäden in der Hand hat, dass er das Gesetz des Handels auf seiner Seite hat. Das kommt beim Fußball, gerade in den oberen Ligen, noch verschärft hinzu. Aber wir können das jetzt mal aufsehen. Ja, ich will trotzdem gerne einen Aspekt noch reinbringen. Wir müssen uns aber auch ehrlich machen, wir haben uns natürlich insgesamt als Gesellschaft verändert. Wir waren immer eine sehr stark kollektiv sozusagen orientierte Gesellschaft. Wir sind heute eine sehr stark individualisierte. Das heißt, jeder Manager, ob in Wirtschaft, wo auch immer, auch im Sport, ist sozusagen der Umgang mit Gruppen, ob 30, 40, 50, wie viel auch immer, der ist schon anspruchsvoller, als es früher der Fall war, wo es vielleicht ein bisschen stärker auch noch so im Law-and-Order-System liegt, weil jeder seine Dinge hat. Dann sind viele Akteure um die Spieler heute auch herum. Ich will das jetzt nicht zu groß hängen, aber auch das sind Einflussfaktoren, die auf, sicherlich im Basketball genauso, auf das Managen von Gruppen, so will ich es mal formulieren, Einfluss nehmen. Und da braucht man
einfach ein gutes Händchen. Wir haben hinter der Bühne mit dem Klopp gesprochen. Es gibt halt Typen, die sind Menschenfänger, die so dieses, neben dem Fachlichen, einfach dieses Zwischenmenschliche so gut beherrschen, dass die einfach auch Mannschaften dann immer auch über lange Zeitraum gut im Griff haben. Das ist auch was, eine Fähigkeit, die ganz starkes Profil von einem Trainer verlangt. Und viele sind damit auch überfordert. Die sind fachlich gut, aber die haben einfach diese Kompetenzen am Ende, die du dafür brauchst, ja, und haben sie nicht. Was du vielleicht nicht weißt oder ihr auch nicht, ich habe mit beiden den Fußballlehrgang 2004 gemacht. Also die haben natürlich sich bei mir einiges abgeschaut. Ne? Ja, ist klar. Das ist wieder die Bescheidenheit, die Olaf schon immer ausgesagt hat. Wir müssen noch darüber abstimmen, ob unser Gast aus Düsseldorf auch eine Frage stellen darf. Ja, es ist 100% die Mehrheit, du darfst die Frage stellen. Frank, bitte schön. Ist er aus Düsseldorf? Ja, ja. Also ich komme ja auch aus Düsseldorf. Ganz kurz. Okay, ich darf das, okay. Ich habe die Ausnahme heute Abend. Ich möchte allen hier danken, dass ihr so eine tolle Runde hier habt. Ich möchte etwas sagen. Und zwar, ich bin blinder Reporter bei Fortuna Düsseldorf und ich habe auch tolle Kollegen auf Schalke hier. Und ich finde das klasse und ich verfolge das, weil mein erster Verein war der FC Schalke 04. Und einer dieser Kontrahenten, der da schuld war, ist der Klaus. Weil wir haben uns in den 70er Jahren in Zwiesel getroffen. Da habt ihr Trainingslager gemacht und da habt ihr 7-1 gewonnen. Und da du eh schon mein Idol warst, war das Größte für mich überhaupt, das miterleben zu dürfen. Ich kann euch nur allen sagen, den Kampf, den ihr neu aufgenommen habt, ich glaube, ihr habt euch gesund gemacht und macht euch gesund, mit der zweiten Liga jetzt wieder in der ersten zu sein. Macht es richtig, weil ich glaube, mit dem Zusammenhalt, den ihr habt, könnt ihr das. Und auf die Art und Weise wird auch für lange Zeit wird dann auch für lange Zeit das Restderby von Fortuna Düsseldorf gegen Schalke vermieden. Das ist ja dann auch kein. Und Manni, hast du gesehen, er hat ganz nett gesprochen, ganz toll, dass er die Nummer 3 vorne drauf hat. Ja. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, dass Kapitän im Polo. Ja. Ne? Nur Kapitän, hat er was dazugelernt heute. Ne? Kapitän bei den blinden Reportern bei Fortuna Düsseldorf, ich kann das nur mal unterstreichen. Reportage für Blinde und Sehbehinderte gibt es mittlerweile in allen Bundesliga-Standorten und auch in vielen Zweitliga-Standorten. Das ist eine gute Aktion, ein wunderbarer Service für die blinden Fans, die genauso Fans sind wie die anderen, aber die können halt schlechter gucken. Ich darf mich jetzt bei dieser munteren Runde bedanken. Mein Dank wird euch auf ewig nachschleichen. Ich freue mich, dass wir das heute Abend wieder machen konnten. Und werde euch jetzt nochmal ganz gezielt dem Applaus der Massen aussetzen. Zum Beispiel Helmut Santrow. Didi Schacht. Klaus Fischer! Das wird wieder gut. Ich soll übrigens noch schön grüßen von Erwin Krämers. Ja, den habe ich vorgestern getroffen beim Royal Philharmonic Orchestra in der Elbphilharmonie in Hamburg. Der war da auch. Ann-Sophie Mutter hat gegeigt. Wir saßen da, sind vorher natürlich zu den Royal Philharmonics hingegangen, haben gefragt, ob die als letztes Blau und Weiß, wir lieben dich, spielen können. Und die haben gesagt, yes, we can do this. We play blue and white.
we love you, und dann haben sie es doch nicht getan. Das fand ich, also so ist der Engländer halt. Ne? Aber ansonsten haben wir das Konzert schon sehr genossen. Und jetzt kommt, ihr könnt ruhig noch hier bleiben, ihr könnt euch auch unterhalten und sagen, nee, was macht er das gut mit der amerikanischen Versteigerung? Denn jetzt kommt die amerikanische Versteigerung. Von diesen wunderschönen Schuhen, da ist noch Rasenrest aus der Arena dran. Ja? Wer möchte diese Schuhe von Salazar nicht haben, mit denen er dieses Kunsttor in Nürnberg geschossen hat? Amerikanische Versteigerung. Ich hoffe, ihr wisst, wie das geht. Wir machen es in Schritten von 5 Euro. Klaus, der Erlös geht wohin? Ausschließlich für den Erhalt von Schacht 2 von diesen schönen Räumlichkeiten und dem Förderband. Zwei Helfer oder Helferinnen mit dem Grubenhelm müssten schon in der Nähe sein. Vielleicht platziert der eine sich hier etwas mehr vorne, der andere etwas mehr, die andere etwas mehr hinten. Und irgendwann, und ihr wisst Bescheid da hinten, ertönt ein sehr lautes Geräusch. Und dann ist die amerikanische Versteigerung beendet. Da hat es schon Schlägereien gegeben. Aber heute nicht, weil wir ja so schön harmonisch sind. Ich bitte, und jetzt läuft die amerikanische Versteigerung für dieses Paar Schuhe von Salazar. Ich bitte um den ersten Fünfer. Ist der immer den Arm heben, wenn jemand einen Fünfer geben möchte? Ist da schon einer drin? Nein? Ist da schon einer drin? Ist noch leer. Der erste Fünfer. Du bist es mit dem ersten Fünfer. Wenn jetzt das Signal kommt, hast du die Schuhe gewonnen. Wo ist der zweite Fünfer? Ihr könnt natürlich auch, vielleicht dauert es 3 Minuten, vielleicht dauert es 20 Minuten. Da ist der zweite Fünfer. Merkt euch genau, wer jeweils als letztes den Fünfer gegeben hat. Es sind 10 Euro drin. Das ist sehr, sehr wenig. Das geht natürlich. Hier ist ein Fünfer. Kommst du bitte nach vorne? 15 Euro sind jetzt drin. 15 Euro sind jetzt drin. Käme das Signal jetzt, dann wäre die Versteigerung vorbei. 15 Euro zum ersten. Manni, du, 15, Manni, ja? Manni, du musst doch sagen, dass du dran gerochen hast. Da ist Originalschweiß drin. Da ist Originalschweiß von Salazar drin. Wer möchte das nicht bei sich zu Hause rumstehen haben? 20 Euro sind jetzt geboten. 20 Euro, ja warte mal, immer schön rein. 20 Euro waren da hinten. So, und da oben jetzt schon wieder einer, dann sind das 25. Da oben das Angebot ist gültig. 25 haben wir. 25 da unten, ja, du bist jetzt dran. 30 Euro sind jetzt geboten. Das ist schon eine ganz nette Summe, aber damit kannst du doch nur mit 2 Personen bei McDonald's und Big Mac und eine Cola essen. 35, Cola trinke natürlich, so viel Zeit muss sein. 35 sind geboten da oben nochmal. Das sind dann 40 Euro. Wir müssen dreistellig werden. Wir müssen dreistellig werden. Das muss möglich sein. 40 Euro sind jetzt im Topf. Die also, Stimme nutzt sich. Manni, besonders von mir kommen hier. Ich will doch mal einen Topf von der Willi schießen. Komm her. Was sagst du? Ja, wenn ich die Schuhe anhabe, schieße ich doch mal einen Topf von der Willi. Komm her. Einmal für meinen Freund Salazar. 45 Euro. Danke, Willi. 45 Euro. 45 zum ersten, 45 zum zweiten. Jetzt kommen die 50 Euro. Dieser junge Mann weiß, dass es jetzt eventuell interessant wird. 50 Euro, da hinten sind 55 Euro. 55 Euro ist ganz schön. Wunderschöne Schnapszahl, aber das muss noch mehr werden. Da sind wir hier 80, 90 oder so. 60. Muss doch. 60. 60 Euro. 60, jetzt werde ich ganz ruhig. Jetzt kann nicht mehr viel passieren. Ist ja nur noch eine halbe Stunde. 60 Euro. 60 Euro. Vielleicht kommt das Signal aber auch schon in 10 Sekunden. 60 Euro. Die Abstände sind viel zu lang. 65. Die Abstände müssen noch kürzer werden. So viel Ehrgeiz müsst ihr haben. 65 geboten für diese fantastischen Schuhe, die man auch noch selber anziehen kann, wenn man sie denn geputzt kriegt. 60, 65 oder 60? Ich glaube, 65 sind es schon gewesen. Wir warten auf die 70. 70 Euro. Mit Fahne sogar. Das machst du gut. Was für eine Fahne? Originalfahne Uruguay. Da ist eine Originalfahne von Uruguay drauf. 70 Euro sind geboten. Wir haben nur noch 30 Euro bis zum dreistelligen Betrag. Das kriegen wir locker hin. 70 Euro für die Schuhe
von Salazar, was hat der überhaupt für eine Schuhgröße? 75 Euro. Kannst du mal gucken, 75 Euro, vielleicht ist das noch ein weiterer Ansporn, 75 Euro. Fünfer muss man eigentlich immer in der Tasche haben. Wir können auch Silber reinwerfen. 75 Euro sind geboten. Wir warten auf. Wer hat schon große 44? 44. Ja, du sowieso. Lothar, wir haben alle Größen. Schuhgröße 44. Wer hat jetzt noch Amateurfußballer? 80. Jetzt 80. Seid ihr ganz weit vorne. 80. 80 Euros. 80 Euros. Und 85. Und das Tempo wird schneller. Denn wir wissen ja alle, 90. 90. 90 Euros. Wo sind die 95, Freunde? Ein bisschen schneller werden jetzt. Tata, da kommt das Geräusch gleich. Jetzt aber noch nicht. 95 wollen wir haben. Wir sind bei 90. Manni, mach bitte 95. Und derjenige kriegt dann noch ein Foto mit uns allen zusammen. Ja. Schuhübergabe mit uns. Ja, dann können wir den Betrag sowieso gleich halbieren. 95, wir warten jetzt auf 95. Ich hab nur 10, dann machen wir das. Dann machen wir jetzt 100. Wir haben 100, Jubel, Beifall, meine Fresse, 105, was, 110, 120, wir hätten mehr Alkohol ausgeben sollen, 120, 120 sind geboten, eine Zahl, vor der man vor Ehrfurcht erstarrt, 120, da werde ich ganz klein und demütig, aber das ist noch nicht genug, da müsste noch mehr werden, 120 Euro sind in den Helmen bislang verschwunden, was habe ich gehört? 125, sehr gut. Dann kannst du schon mit 5 Personen zu McDonald's gehen. 125. In Wirklichkeit ist das mein Honorar. 130. 130 Euro zum Ersten. Das ist ein feierlicher Moment, der jederzeit durch ein hässliches Geräusch unterbrochen werden kann. 135, dein Angebot zählt schon. 135. 135, der Mann mit dem Streifen. 135, das ist das aktuelle Gebot. Achtet bitte sehr genau darauf, wer das aktuelle Gebot abgegeben hat. 140, jetzt? Jetzt haben wir 140. 140 Euro. Das ist eine echte Herausforderung. Ich glaube, ich habe vorher eine zu lange Zeit angesagt. 140 Euro zum Ersten. 145. Oder sind es schon 150? Es sind die 145. 150. Manchmal vertut man sich unwesentlich. Und da hinten an der Theke? 150. Jetzt die 150. 155. Zehner rein. Sehr gut. Alles für Bodenzweck. Alles für Zeche Hugo. 155 Euro. Da muss man sich nicht schämen. Ich kenne das von anderen Beispielen. 160. 160 steht im Raum. Auf der Treppe. 160 ist das derzeit gültige Angebot. 165 sagst du mir gerade und ich glaube dir das sogar, obwohl meine Augen auch nicht besser werden im Alter. 165. 165 Euro. Wer hat das heute noch? Alles wird teurer. 170. 170. Kauft euch doch lieber eine Flasche Öl. 175. 175 Euro sind geboten. Vielleicht kommen wir sogar auf 200. Die Geräuschgeber sitzen noch vollkommen gelassen in ihren Stühlen. 170 war das oder 175? 175, du hast aufgepasst, war nur ein Test. 175 Euro. Jetzt noch ein bisschen, guckt euch diese Schuhe nochmal an. Ich halte sie nochmal hoch. 175 Euro. Wie kann man nur 175 Euro für ein paar Schuhe ausgeben? Aber du musst ja nicht so viel bezahlen. 175, du kannst es ja schon mit 180. Du kannst es ja schon mit 5 Euro schaffen. 180. Und jetzt glaub mir mal wirklich, das ist die entscheidende Phase. Und da spreche ich immer ganz bewusst etwas leiser. 180. 180 Euro. Eine magische Zahl. Wo sind die 185? Hört doch auf zu labern da oben. 185. 185. 185. Ich bin innerlich ganz ruhig. 190. 195. Das Streifenhörnchen.
200. 200. Jubel. Jubel, Jubel. 200. Du bist das mit den 200. Boah. Ja, du hast es. Du hast es. Ja, das Tor. Du hast es. Herzlichen Glückwunsch. Steh auf, lass dich bejubeln. Da ist er. Wie heißt du? Michael. Das ist der Michael, der kriegt die Schuhe, der kriegt das Erinnerungsfoto. Wunderbar. 200 Euro haben wir reingeholt, das ist doch gar nicht schlecht. Kann man machen. Kann man gut machen. Boah, jetzt bin ich aber stimmig angeschlagen. Jetzt muss er hochkommen zum Foto mit uns. Ja, bitte. Fotograf steht bereit, wir können alles geben. Boah, ich will ein Trikot. Krieg ich ein Trikot? Foto. Ist klar. Lass doch, lass uns doch sitzen bleiben. Ja, wenn das so ist. Wie beim Mannschaftsfoto. Ja, ja, ist doch abgeschnitten. Genau. Eben in der Mitte sein. Die Stollen ablecken. So, wunderbar. Die Weltpresse, New York Times. Alles klar. Also, ich wünsche euch einen guten Nachhauseweg. Ich wünsche mir, dass wir das nächstes Jahr auch wieder machen können, dass dann nicht wieder irgendwelche Inzidenzen dazwischen hauen. Und ich wünsche natürlich dem FC Schalke 04 mindestens Platz 15. Wie steht's bei Hertha BSC? 1-0 Hamburg? Ja! Manni, wieso machst du jetzt das Schlusswort? Nee, war ich ja gar nicht. Ich habe mich verabschiedet. Ja, du hast dich verabschiedet. Gut, gute Fahrt, ne? So. Also ich möchte mich erstmal bei dieser tollen Mannschaft bedanken, die hier oben gestanden hat und nicht nur Rede und Antwort gestanden hat, sondern ich glaube auch viele teilweise Tränen vor Lachen ins Gesicht gebracht. Der Olaf hat immer mit mir geschimpft. Wir haben, weil du dich verabschiedet hast, fange ich mit dem Olaf an. Wir haben eine kleine Aufmerksamkeit für euch. Es ist auch ein bisschen schwerer, ihr könnt es auch gut verwenden. Wir verraten natürlich nicht, was da drin ist. Müsst ihr in aller Ruhe zu Hause auspacken. Muss man dazu lesen können? Nee, du kannst dir nur die Schläge- und Eisenzeichen darauf angucken. Zwischendurch der Werbeblock, 7.9. Ingo Anderbrühe hier. Denkt dran, Karten gibt es nach vorne. Didi, vielen Dank. 7.6. 7.6. Was habe ich gesagt? 7.6. Manni, du bist ja noch da. Manni, du kannst den überall auf der Welt verwenden. Es piepst doch nichts, wenn du durch die Schleusen gehst an gewissen Flughäfen. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Und das ist das Wichtigste überhaupt für uns. Das ist einfach ja auch ein Zeichen setzen für dem, was wir hier tun, für den Erhalt des Schacht Zweis, ehrenamtlich. Unsere Truppe, ihr habt ja einen Teil kennengelernt mit den Pütthelmen, mit den Püttklamotten. Das sind alles Menschen, die sich einfach Zeit nehmen, Freizeit nehmen, hier mitzumachen und vor allen Dingen ein Stück unserer Heimat, unsere Geschichte zu erhalten. Ist heutzutage gar nicht mehr üblich, ist auch nicht mehr normal, dass man auch für eine Sache einsteht. Und deshalb ist es umso wichtiger, weil der Stadtteil Buhr, wo wir uns hier befinden, wäre ohne Zeche Hub und Dorf geblieben. Und von daher muss sowas einfach erhalten bleiben. Und deshalb bin ich auch sehr stolz und dankbar an diese Truppe, die hier mitmacht, um das Ganze zu erhalten. Denn ohne die Truppe wäre ich hier ja, Absteiger, ne? Wie man so schön Fußballsprache sagt. Also herzlichen Dank an die Mannschaft, herzlichen Dank an euch. Herzlichen Dank an unsere Ehemaligen, weil ich weiß, wie oft ich im Stadion gestanden habe und habe ob Klaus, Olaf, Didi angefeuert und irgendwann stellt man dann fest, so weit bist du vom Alter gar nicht auseinander teilweise und irgendwann stellt man dann auch fest, du stehst aber mal mit denen auf einer Bühne und das sind einfach ganz normale, ferne Menschen. Was heute nicht alle Fußballspieler noch mehr so sind, sondern die sind schon teilweise in anderen Sphären. Und da muss ich sagen, so bodenständige Jungs wie hier sitzen, allen Respekt und davon neige ich mich auch.